So, einen wunderschönen guten Abend, Freunde. Es geht los. Oder noch nicht, wir haben noch 10 Minuten Zeit. Aber gleich geht es los. Das große Halbfinale. Mal gucken, wie es laufen wird. Ich bin gespannt. Ich habe natürlich ausgiebig geübt. Aber ob es reichen wird, werden wir sehen, wenn es soweit ist. Shoot to Kill, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Und alle anderen, die schon vorher guten Abend geschrieben haben und die auch nur zugucken. Ihr seid herzlich gegrüßt. Ich kann eigentlich schon hinreisen. Zu verlieren habe ich eh nichts mehr. Mitgenommen muss ich alles haben. Habe ich Schnur dabei? Ich hoffe, ich habe Schnur dabei. Aber sollte schon reichen. Die wird nicht kaputt gehen in der Zeit. In den 2 Stunden, die wir haben. Bananensaft, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Und natürlich ist auch unser Freund Heinz Rüdiger wieder am Start. Ne? Heinz Rüdiger, der darf einfach nicht fehlen. Mit dem werden wir heute die Fische aus dem Wasser ziehen, hoffe ich. Wird schon irgendwie klappen. Müssen wir abwarten. Ferkelchen, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Und Baxus, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. So, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Event startet in genau 8 Minuten 36. Also, erstmal alles ganz ruhig. Stefan, vielen Dank. Wird schon schief gehen. Rex Stellion, auch dir einen guten Abend. Wird schon schief gehen. Ich habe natürlich geübt, da war gestern, haben wir schon geübt, habe ich quasi mit jedem Köder an Uni gezogen. Heute war da fast nichts zu machen. Ist ein bisschen komisch. Wird also viel auf Glück ankommen jetzt letztendlich und gut. Werden wir am Ende sehen, wo wir landen. Freestyler Zabi, euch auch einen wunderschönen guten Abend. Vielen Dank, Moskitobär. Ferkelchen. Wird schon irgendwie klappen. Wir werden einfach gleich den Köder ins Wasser halten und dann geht es rund. Und hoffentlich auch halbwegs erfolgreich. Und dann kommen wir hoffentlich ins Finale, was dann in Florida stattfinden wird. Morgen. Aber falls das morgen nichts wird, Freunde, wird natürlich morgen trotzdem Stream geben. Geiler Osterstream. Ja, weil was soll man an Ostern sonst machen, außer nix. Außer Stream oder zugucken. Dann werden wir morgen auf jeden Fall starten. So oder so, morgen um 8 Uhr. Es sei denn, wir kommen ins Finale, dann schon um 19.50 Uhr wieder. Um den Start nicht zu verpassen, denn wir haben jetzt diesmal nur 2 Stunden Zeit. Diesmal ist es ja real alles. Heißt, wir haben jetzt hier nicht wieder 20 Stunden und müssen erstmal warten. Sondern alle angeln gleichzeitig 2 Stunden Zeit. Wir können auch keine Pause machen. Wir haben nur die 2 Stunden. Und in der Zeit müssen wir dann abräumen. DocCrafter, vielen, vielen Dank für dein Follow. Roland, auch dir wunderschönen guten Abend. Was ist morgen um 8 Uhr? Stream, Leon. Stream. Osterstream. Entweder dann Fishing Planet, wenn es fürs Finale reicht, oder eben irgendwas anderes. Aber gestreamt wird morgen auf jeden Fall. Das kann gleich was werden, Freunde. Ich glaube, wir wissen auch gar nicht, wie alles dabei ist, ne? Das sieht man wieder nicht. Ne, natürlich nicht. 60 Stück. Wir müssen nur 2/3 der Leute schlagen. Ist eigentlich machbar, so von der Theorie her. Da habe ich die Nacht durchgemacht. Leon, morgen Abend um 8, ne? Nicht morgen früh. Um 20 Uhr morgen, nicht er. So. 60 Leute, die uns hier an die Pelle wollen. Ich hoffe einfach, dass sie noch mehr Pech haben als ich. Das ist meine beste Taktik. Leon, als ob ich um 8 Uhr anfange. Dann glaubst du wohl selber nicht, oder? Joker, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Um 8 Uhr morgens, ja, also ja. Ich streame nur um 8 Uhr morgens. Da sind auch schon alle wach. Bin ja selber am Spielen, ein bisschen Cash machen, damit ich zum Falcon Lake kann. Ja, perfekt. Carpenter, vielen Dank. Das werde ich vermutlich brauchen. Das werde ich definitiv brauchen.
Nekomio, auch dir einen wunderschönen Abend. 4 Minuten 40 noch. Und vielen Dank, Carpanta, für dein Follow. Geister schon noch, dir einen wunderschönen guten Abend. Wulli, auch dir. Hallo. Oder Tag. Ed fühlt sich langsam und gleich ist es auch soweit. Ach, seid ihr auch schon so aufgeregt? Das Ding ist, dadurch, dass ich geübt habe, bin ich gar nicht so aufgeregt. Also entweder meistens oder eben nicht. Der Anfang wird sowieso relativ unspektakulär, weil die Trophies zumindest beim Proben erst später gebissen haben. Die werden die ersten 3 Ingame-Stunden nicht beißen, wenn sie sich genauso verhalten wie im normalen Modus. Ich weiß natürlich, vielleicht jetzt im Turnier wieder ein bisschen geändert. Gestern in North Carolina haben die auch wesentlich besser gebissen, die Trophies, oder vorgestern war es, als beim normalen Spiel. Deshalb werde ich gleich mal ein paar Probewürfe machen, um zu gucken, ob die Trophies gehen. Und wenn nicht, dann müssen wir halt uns irgendwie die Zeit vertreiben so lange. Weil wir natürlich zum Weiterkommen, glaube ich, schon 10 Trophies brauchen werden. Und natürlich, ich glaube nicht mal, dass man unbedingt den Uni braucht, wenn man gute Trophies hat, weil ich weiß nicht, ob 20 Leute Uni fangen. Ja, vielleicht schon. Ja. Aber vielleicht haben wir noch kleine Trophies dazu, ne? Das ist halt auch so eine Sache. Die müssen halt auch groß genutzt sein. Also, gucken wir mal. Warum muss ich nicht gleich die 1080 Ti für die 800 Euro? Weil ich mit der 1080 normal gut auskomme, denke ich. Und das nochmal 200 Euro mehr sind. Und ich nicht einsehe, die 200 Euro mehr zu bezahlen für die Leistungssteigerung, die die mir nur bietet. Was hat das mit Heinz Rüdiger auf sich? Heinz Rüdiger ist unser Frosch, unser Maskottchen, das ist mein Köder. Mit dem werde ich gleich angeln. Mit dem habe ich schon letztes Mal beim Weltsturnier tatsächlich hier erfolgreich geangelt. Hätten wir den Bug im Finale nicht gehabt, wären wir wahrscheinlich auch Erster geworden. Aber ja, seitdem begleitet er uns. Hat uns jetzt auch wieder ins Halbfinale gebracht. Und damit werden wir dann gleich hoffentlich auch das Finale erreichen. Frosch ist einfach der beste Köder. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, ne? Und unser Frosch heißt halt Heinz Rüdiger. Und der wird gleich alles reißen für uns. Wie lange haben wir denn noch? 2 Minuten noch, Freunde. 2 Minuten noch. Das wird spannend. Hauptsache kein Internetausfall oder sowas. Das wäre jetzt ärgerlich. Zack, Internet weg. Heute gibt es kein Fishing Planet. Halbfinale ohne mich. Das wäre schlecht. Eine Minute 30. Wird auf jeden Fall ein sonniger Tag. Das heißt, die Beißzeit wird immer weiter steigen. Hier haben wir einen sonnigen. Und ganz am Ende erst wird es im Finale gipfeln. Da wird das Tableau auf jeden Fall nochmal durchgemischt. Deshalb wird sich am Anfang, glaube ich, noch nicht ganz so viel entscheiden, sondern erst dann wirklich in den letzten 30 Minuten, wenn dann auch die Unis beißen, da wird nochmal ordentlich was durchgewürfelt. Reib Hans Rüdiger nochmal ordentlich mit Bacon ein. Der besteht nur aus Bacon. Der hat eine Bacon-Füllung. Ich fütter den mal mit Bacon. Meine Frösche kriegen nur Bacon. Das gute Futter. Das gute Froschfutter. Ah, gleich geht los, Freunde. 40 Sekunden noch. Wie? Wettbewerb gestartet. Verarsch mich nicht. Ist das schon 20 Uhr? Warum steht da noch 38 Sekunden? Bei mir ist es 19:59. Betreten kann ich auch noch nicht. Toll. Also, sag, geht los und geht noch eigentlich los. Hatte 2 Trophys wenig, sonst hätte es vielleicht gereicht. Ja. Ohne Trophys ist natürlich immer schlecht, ne? In North Carolina braucht es halt auch die 10 Trophys und die wirst du auch vermutlich heute brauchen, um weiterzukommen. Deshalb werden wir es gleich versuchen in gleich nur noch 10 Sekunden. Mir geht's gut, Schaf. Ich hoffe, dir auch. Pilou, auch dir einen schönen guten Abend. So, 3, 2, 1. Ich will dahin. Lass mich rein. Lass mich rein. Hallo? Bitte? Ja, Turnier startet heute nicht, Freunde. Wir spielen einfach heute nicht mit.
Ah, jetzt. Jetzt geht es. Jetzt können wir loslegen. Mikkel, vielen Dank. Und einen wunderschönen guten Abend. Und los geht es. Als ob die um 12 Uhr starten. Warum starten die um 12 Uhr? Lol, warum? Das ist ja richtig schlingelig von denen. Ich dachte, die starten um 13 Uhr und machen dann bis 21 Uhr durch. Was ist das denn für ein Crap? Da haben sie mich aber hart reingelegt. Opalgan, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Na gut, dann bin ich mal gespannt, was dort gibt. Das würde rein theoretisch heißen, dass die uns eine Stunde Uni-Beißzeit nehmen, wenn die Uni sich jetzt auch immer anders beißt im Turnier. Oh, da war schon der erste Biss, aber ich habe ihn natürlich nicht verwertet. Wie soll es auch anders sein? Ah, wir versuchen einfach mal unser Glück hier schön mit Stop and Go. Ah, dass die echt um 12 Uhr anfangen, ist ja wohl frech. Da bin ich mal gespannt, wie die Unis so zu beißen. Findest du nicht, dass es viel zu schwer ist, Geld zu machen? Ne. Also am Anfang vielleicht, aber am Ende nicht mehr. Am Anfang ist halt ein bisschen blöd, weil weil deine Cacher zu klein sind, ne? Aber hinterher gar kein Problem mehr. So, jetzt haben wir auch den ersten Fisch hier an der Leine. Ist auch der Zielfisch. Und der hat mal 1,1 Kilo. Und schauen wir mal, Top 10. Fertig. Ja, jetzt können sie abpfeifen. Sind wir weiter. Und das Ding läuft. So. Wie alle schon zwei Fische haben, ne? Und ich pimmel noch rum. Das Ding ist aber, das wird es ja auch noch schwieriger. Alter, wenn die Trophys nicht erbeißen, wird es ja noch schwieriger sein, 10 Trophys zu haben, wenn die uns quasi die beste. Ah, schöne Erfahrung. Die beste Beißzeit nehmen. Boah, richtig frech von denen. Damit habe ich nicht gerechnet. Toll, habe ich ganz falsch geübt. Ganz Tag darauf vorbereitet, dass das hier schön von 13 bis 21 Uhr geht und jetzt fangen sie an mit so einer Scheiße. Na gut. Wir angeln einfach mal ein bisschen, gucken mal, wo wir am Ende dann stehen. Mehr können wir eh nicht machen. Beten, dass die Fische beißen. Solange noch keiner einen Trophy fängt. Ist auch alles gut. Ich muss sie nur verwerten. Gerade schon zwei Fehlbisse ist natürlich nicht so gut. Die dürften ruhig schon mal hängen. Aber am Anfang ist halt egal, solange ich die hinterher verwerte. Guck dir ihn hier an, der hängt zum Glück. Kam nochmal kurz hinterher, der Gute. Oh, 0,9 ist auch wieder der kleinste von den Kleinen. Aber egal, der wird hinter ihm nicht mehr drin sein. Hauptsache, wir angeln uns erstmal ein bisschen warm. Anna Water Frank, einen wunderschönen guten Abend. Lernwege auch dir, einen wunderschönen guten Abend. Was das Rennen heute? Ja, sehen wir dann. Let's Wolf hier, guten Abend. Ich habe einen 25 Kilogramm Kescher, aber da ich nicht dauerhaft große Fische fange, mache ich da kaum oder sehr langsam gewinnen. Ja, kommt. Kommt alles mit der Zeit. Die haben ja die, das Geld und die Erfahrung für die mittleren Gewässer zumindest angepasst seit dem letzten Patch. Ich weiß mal nicht, wie genau. Also ich habe hier, jetzt wo ich geübt habe, hier in Louisiana mit den Forellmaschen auf jeden Fall gut plus gemacht. Uli, vielen Dank für dein Follow. Aber immer so, die Liste ist immer noch verbuggt, ne? Auch wenn man es einmal drin war und man wieder rausfliegt aus den Top 16, ist die immer noch verbuggt. Das ist ein bisschen nervig. Muss man leider sagen. Aber gut, die Trophys scheinen noch nicht zu beißen. Wahrscheinlich fangen die dann wirklich erst ab 16 Uhr an. Das heißt, dass sie dann wirklich. Ach, die lassen uns jetzt erst hier 4 Stunden, eine Stunde in-game ohne Trophys angeln, oder was? Ach, eine Stunde real sogar. Joa, dann muss Mahlzeit. Hoffen wir mal, dass die früher beißen.
Far Cry, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Ich habe alle bestochen, sehr gut. Macht auch ein Heinz-Rüdiger-T-Shirt. Ja, mache ich, aber ich muss noch meine Photoshop-Skills ein bisschen verfeinern, weil ich einen Frosch malen muss. Und ich kann keine Frösche malen. Welchen Köder habe ich gerade drauf? Der Heinz-Rüdiger, siehst du doch. Den guten Heinz-Rüdiger. Aber gut beißen sie nicht, ne? Wie die ersten einfach schon wieder, was weiß ich, ey, vier Fische haben. Aber ich weiß gar nicht, wieso mal die Stelle wechseln, weil ich die hier eigentlich nicht abangeln möchte vorher. Ich wollte nur gucken, ob hier schon die Trophys beißen. Aber das sieht nicht so aus. Von daher werde ich gleich erstmal woanders hingehen, um die hier ein bisschen warm zu halten für später. Weil ich hier gerne Richtung Ende angeln möchte. Aber erstmal machen wir hier noch ein paar Würfe und gucken uns dann an, wie gut das hier läuft. Ja, Top-Bisse hier heute. Erstmal die Hänger da hinten immer, aber da ist normal. Ab 20 Meter hat man keine, weil auch so ein Seerosenfeld noch ist. Auch von dem lassen wir uns nicht aufhalten. Das hält unsere Schnur schon gut aus. Ich hoffe, bis nächsten Monat fixen wir es echt mit der Tabelle. Das nervt mich schon ein bisschen, dass man nicht sieht, wo man selber ist. Das ist ein bisschen scheiße, um jetzt mal auf den Punkt zu bringen. Evil Dust, auch dir einen wunderschönen guten Abend und vielen Dank. Automan, hallo. Herzlich willkommen. Top Bissfrequenz hier auf jeden Fall. Weißt du, dachtest, machst du mal eben die 10 Fische voll? Ah, Pustekuchen, hier gibt's gar keine. Aber 12 Uhr ist auch wieder außerhalb jeglicher Weisheiten, ne? Das ist ja hier der Wahnsinn. So, wir gehen erstmal da hinten hin. Mal gucken, was da hier so geht. Ob hier noch ein paar Fische gibt. Vielleicht kriegen wir hier noch was an den Haken für zwischendurch. Die lassen sich ja eigentlich überall fangen. Das ist nicht so das Problem, ne? Also, die Barsche stehen überall im Kraut. Man muss sie nur auch an den Haken bekommen. Da haben wir einen kleinen Hänger. Die Stelle ist nicht ganz so geil, weil hier so viele Hänger sind, aber wir machen das schon damit. Aber wir haben eigentlich so viel, ne? Guck mal, Platz 16 auch erst 2,8. Du weißt schon, wer ich bin? Weiß ich nicht. Evil, das bist du. Steht doch da. So, komm. Jetzt möchte ich auch mal wieder einfangen. Jetzt habe ich hier lange genug ausgeworfen. Jetzt können wir auch mal wieder mitmachen. Ein bisschen Action in die Bude hier bringen. Oder ich spare mir das für hinterher auf. Ist natürlich viel besser. Wenn wir uns die ganze Zeit so oben da drin halten, ist das immer ein bisschen besser für Selbstvertrauen. Dann denkst du immer, boah, hast voll drauf. der Tisch steht so halb. Die Tischplatte haben wir leider verhauen. Das ist halt so ein Tisch, den du halt noch ausziehen kannst. Und da muss halt auf die eine Seite von der Tischplatte müssen halt so Plastikzapfen und in die andere Seite müssen so Plastiklöcher, sag ich mal, wo die halt mit den Zapfen rein können. Aber das Ding ist, in der Anleitung
wurden beide Dinger mit E0 bezeichnet. Und wir natürlich in unserer überschwänglichen Vorfreude auf den Tisch haben in beiden Seiten die Zapfen reingemacht, weil die halt E0 hießen. Du guckst ja nicht mal auf das Bild dann und denkst dir, okay, E0 sind die Zapfen, packst die mal überall rein. Ja, scheiße. Ich habe noch nie so eine schlechte Anleitung gesehen, wo einfach zwei Sachen, zwei unterschiedliche Sachen dieselbe Bezeichnung haben. Ganz ehrlich. Absoluter Bullshit. Aber sonst steht der Tisch. Nur die Tischplatte muss ich nochmal. Beziehungsweise muss ich die Zapfen rausziehen, aber ich hatte keine Zange da. Deshalb muss ich das noch. Nächstes Mal machen. Hier läuft auch wieder richtig gut. Versuchen wir hier nochmal ein paar Würfe. Irgendwo müssen sie ja sein, die guten Barsche. Aber ist halt doof außerhalb der Beißzeit, ne? Nur der Viova, der hat es wieder raus, wieder. Der hat das Glück wieder für sich gepachtet. Hervorragend, ey. Nicht ein Zupfer hier. Wofür habe ich den ganzen Tag geübt? Für nix und wieder nix. Ich glaube, Heinz Rüdiger bringt das heute nicht. Der gute Heinz lässt mich im Stich. Kann aber nicht sein. Aha, da haben wir mal wieder einen. Unser dritten Fisch. Wurde auch mal langsam Zeit. Die haben schon alle 4 Kilo und ich bin ja noch am rumhampeln. Schon wieder so ein kleinen. Ich habe nur die kleinen. Jetzt haben wir 3 Kilo. Also die ganz Mini-Fische. Versuch mal den Krebs. Ne, ich bleib bei Heinz Rüdiger. Ich werde mit Sicherheit keinen Krebs versuchen. Schon gar nicht in 7,5. 7,5 ist definitiv zu klein für hier. Wir bleiben beim Heinz Rüdiger erstmal. Jetzt ist ja egal, was wir fangen. Ist ja nicht entscheidend, jetzt solange wir keine Trophy-Beißzeit haben. Ist der Frosch der wirklich der beste Köder? Klar. Was eine Frage. Frosch ist der allerbeste Köder. Roman, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Guck mal, Nadine. Nadine ist schon wieder auf Platz 15. Unglaublich, ne? Was die immer alle für ein Glück haben, die Leute. Und ich sitze hier. Gleich schon die erste Ingame-Stunde rum. 3 Fische gefangen. Läuft richtig. Das ist ja schlimmer als das Finale letzte Mal. Da ging ja schon nichts, aber jetzt geht da noch viel weniger. Oh je. Der Startpunkt links vom Alligator-Spot ist gut. Links? Achso, der. Ja, ich weiß, welchen du meinst, den auf dem Steg, ne? Da gehe ich gleich auch mal gucken. Das ist nämlich so mein anderer Spot, den ich vor der Trophy-Zeit beangeln wollte. Danach nicht, weil mir da zu viele Kalächte drauf gehen. Naja, lasst mal alle kleine Fische fangen. Ne? Wir holen uns dann hinter die dicken. Macht ja auch nichts. Wir gehen erstmal hinten in ein paar Barsche angeln. Wo weißt du, dass einer beißt oder ob sich die... Was? Warum habe ich denn hier jetzt meine Maus hier? Warte mal, ich muss kurz meine Maus hier reinholen ins Bild.
oder ob sich die Leine wo dran hängt. Das steht oben meistens. Das steht da immer. Das ist so der Platz hier, ne? Den hier meinst du, links. Warte mal, das ist ja. Hä? Das ist der Alligator. Links davon war der, da bin ich doch gerade. Wir angeln jetzt erstmal hier ein paar. Schön in die Gosse hier rein. Da stehen auch welche drin. Mal gucken, was hier so geht. Vielleicht finden wir hier den einen oder anderen Barsch. Dann gehen wir auf Boden entlang, Stop and Go. Ich wechsle immer. Stop and Go bringt manchmal gar nichts. Manchmal ist If and Drop besser. Je nachdem, was die Fische gerade wollen. Bei Stop and Go siehst du halt die Bisse leichter, ne? Aber dafür hängen sie bei Lift and Drop meistens sofort. Ohne dass du selber anschlagen musst. Da, den muss man zum Beispiel anschlagen und haben ihn verkackt. Auch das passiert. Und den hätten wir bei Lift and Drop wahrscheinlich gehabt. Aber egal. Entscheidend ist, was wir ab 16 Uhr fangen. Und was wir vorher fangen, ist eigentlich vollkommen egal. Fangen wir halt ein, so ein Projekt, vielleicht so ein 6er vielleicht, ne? 1,6. 1,7er, falls wir noch einen normalen drin haben im Kescher, wir einen normalen großen zumindest haben. Aber ich denke mal, damit würde man nicht weiterkommen. Deshalb ist halt auch vollkommen Latte. Fische, wo seid ihr? Ich glaube echt, die haben gepennt bei der Turnierstellung. Kann mir nicht vorstellen, dass sie absichtlich nur bis 20 Uhr laufen lassen. Hebt gar keinen Sinn. Das wissen nur die, was sie dabei sich gedacht haben. Stell dir vor, die Bisse, die du verpennst, sind 2,6 Kilo Brocken. Sind aber keine, weil noch keine Trophys beißen. Crankler Gusti geht da gut, ja, das stimmt. Das stimmt, aber der Spot hier ist generell nicht so gut, weil hier einfach viel zu viele, wie heißen sie? Karlechte beißen. Sowas von viele. Ich habe hier ein paar Tage geangelt. In einer Uni-Zeit. Keine einzige Uni gefangen. Ich weiß gar nicht, ob die Unis überhaupt beißen an der Stelle. Wahrscheinlich habe ich einfach Pech, aber auf jeden Fall auch sehr, sehr viele Karlechter als Beifang. So, da geht mal einer drauf. Gucken wir mal, ob wir da eine Leine haben. Ist auf jeden Fall ein Barsch. Auch wieder der kleinste von der kleinen. Na gut. Was soll man erwarten? Vorher weiß eh hier nichts. Ach du Scheiße, noch gepunkteter, ey. Ja, leck mich doch. Das auch noch. Jetzt kommt aber alles zusammen hier. Wie lange willst du streamen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Weiß noch nicht. Das überlege ich mir noch. Je nachdem, wie gut das Halbfinale läuft. Wenn ich letzter werde, dann mache ich direkt aus. Instant. Zack, weg. Was ist denn hier mit der Forellenwarsche? Vom Pech verfolgt, ja. Allerdings. Allerdings. Die wollen einfach nicht die Guten. Wir nehmen mal den Crank. Solange hier nichts geht. Können wir ja machen, was wir wollen. Crankbait. Da.
Ja, ich weiß. Hallo, kann ich soll hier drauf wechseln? So. Und dann hauen wir das Ding da wieder hin. Weil die Stop-and-Go-Methode muss ich natürlich noch für mir für später aufheben. Deshalb können wir jetzt erstmal so ein bisschen unkonzentriert hier rumangeln. Schön mit Crankbait ein bisschen durchziehen. Warten, dass was anbeißt. Da brauchst du nichts für können. Das ist immer gut. Und wenn wir dann hinterher die konzentrierte Methode brauchen, dann können wir noch umswitchen. Aber erstmal ziehen wir mit dem Crank durchs Wasser. Alter, der ist schon 12 Kilo, ey. Der hat schon seine 10 Fische voll, wa? Da sieht man direkt wieder, wo das Turnier für mich hinführt. Nach unten. Ganz nach unten. Das Turnier mag mich auf jeden Fall. Frosch läuft super, Frankie. Frosch läuft super. Standbild-Simulator Twitch. Hast du so eine gute Leitung, dass du das nicht packst? Sicher ein Russe, der Erste ist, ja. Vielleicht ja. Ich kenne ihn nicht. Es waren nur zwei Stück. Ja. Wir haben jetzt den anderen Frosch. Ich habe ja mehrere Heinz-Rüdiger-Sorten. Dann wechsle ich auf den anderen, dann passt das schon. Was haben wir jetzt hier? Jan Karlicht. Nice. Der kommt auch noch dazu. Ich fange alles hier. Ja. Nur nicht den Fisch, den ich eigentlich will. Gepunkteten Barsch. Karlicht. Ah, Forellenbarsche. Was ist das? Gibt's hier gar nicht. 16.000 sollte reichen. Ja, geht. Geht, geht. Muss vielleicht mal die Quelle runterstellen. Du kannst die Qualität ja selber regulieren. Sieht dann zwar nicht mehr ganz so scharf aus, aber dafür läuft es flüssig. Kannst dir überlegen, ob du das lieber willst als dauerhafte Nachladeguckler. Hinter mir ist auch gut. Ja, können wir versuchen. Können wir versuchen. Geht ja eh nichts hier. Oh, da. Ah, da war irgendeiner. Aber was war das für einer? Habe ich nicht gesehen. Sah schon aus wie ein Punkt oder sowas. So, hinter mir sagst du, ich werfe einfach mal hier hin. Einfach mal hingewerfen. Wie bist du zu YouTube gekommen? Poh. Weiß ich nicht, hatte einfach Bock dazu. Hatte einfach Bock dazu. Das sind so schöne Kanäle, ne? Da müssten eigentlich die Barsche alle drinstehen, aber bei mir ist, glaube ich, gar kein Barsch gespawnt. Ich glaube, mich haben sie wieder vernachlässigt hier bei der Fischvergabe. Ja, der Wurf war auch schon mal nix. Wann mache ich denn diese Besetzung? Eigentlich kann ich die Besetzung einfach hinstellen und den Scheiß lassen, ne? Wir brauchen gar nicht angeln. Und dann halt beten, dass wir hinterher genug fangen. Aber wenn die da genauso beißen, dann sehe ich da schwarz. Oha. Da haben wir einen Fisch. Guck an, wahrscheinlich noch was anderes wieder, ne? Ein Hecht. Ein Hecht, ja, genau. Ein Hecht fehlt uns ja auch noch. Habe ich komplett vergessen, Freunde. Ich habe komplett vergessen, dass uns ein Hecht fehlt. Meine Güte. Hecht, Barsch, gepunkteter Barsch, Karlhecht. Alles, nur keine Forellenbarsche. Nee, du. Der Wahnsinn. 16 Kilo der Erste. Aber alle noch keine Trophies. Von daher
Kein Grund zur Panik, ob wir ein Fisch. Ist ja der Shit. Was haben wir denn jetzt? Was haben wir denn jetzt an der Leine? Ist fast ein bisschen zu schwer für einen Forellenbarsch, oder? Sind wir dann gepunkteter? Ne, ich glaube, ein Forellenbarsch diesmal. Wir haben einen Forellenbarsch gefangen. Das gibt's doch nicht. 1,6 sogar. Perfekt. Geht doch. Was gibt's denn dann noch für Fische? Einen Wels könnte ich noch fangen. Na, Stefan schreibt das. Jetzt fehlt noch der Wels, ja. Den könnte ich tatsächlich noch fangen. Würde mich jetzt auch nicht mehr wundern. Jetzt sind wir einmal so im Flow, hier die anderen Fischarten zu fangen. Ich finde, man sollte hier mal ein Turnier machen, wer die meisten Fischarten fängt. Ne? Scheiß auf die schwersten Fische. Ich will einfach die meisten Fischarten. Da will ich gewinnen. Alligator, echt? Ja, sehr. Der fehlt auf jeden Fall auch noch. Da. Geht doch dran. Hängt. Ist ein gepunkteter? Ne. Auch ein Forellenbarsch. Ja, schön. Jetzt haben wir auch schon 6 Kilo. Jetzt kommen wir von hinten. Ich weiß auch immer, manchmal so direkt vor die Füße. Erstmal schwer dann damit umzugehen. Ist an dem anderen Spot genau dasselbe. Da hast du ja auch immer sehr, so oft direkt vor den Füßen irgendwo stehen. Man muss halt das Beste daraus machen. Aber kriegen wir schon hin. Flachkopfwels, ja. Mach ich. Ich angle gleich mit Pose. Scheiß, was ich auf der Turnier. Wir angeln einfach mit Pose. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch alles so fangen können. Haben wir noch einen Fisch hier? Ne. Diesmal kein Nachläufer. So, so, so. Das heißt aber auch, wenn die letzte Stunde nicht geht, dass nicht allzu viele Leute ein Uni fangen werden, denke ich. Wahrscheinlich bräuchte man dann sogar noch mehr normale mit 1,6, 1,7, um noch was zu reißen. Also sollten wir jetzt die Zeit vielleicht gar nicht so vernachlässigen, wobei die normalen meisten sind ja immer noch dazwischendurch. Zwischen den Trophys, von daher ist das eigentlich auch egal. Ich gehe gleich mal wieder zum anderen Spot gucken. Mal gucken, was da so geht jetzt. Haben uns ja lang genug da Ruhe gegönnt. Versuchen wir da nochmal unser Glück. Vielleicht nochmal so 2, 3 Fische fangen. Was haben wir jetzt im Kescher? 5 oder sowas? Ich glaube 5, ne? Wenn überhaupt. Oder 4? Ich glaube 4. Ich weiß es gar nicht. Könnten 4 sein, ja. Lele, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Das war schon mal nix. Ich gehe mal da hinten gucken. Mal schauen, was da so geht. Das war die falsche Route. Die wollen wir nicht benutzen. Aber die hier mit unserem guten alten Heinz Rüdiger. Tadam. Könnt ihr auch Spaziergehen-Simulator nennen. Wir dürfen auf jeden Fall nicht so oft wechseln. Zumindest nicht so weite Strecken, sonst verlieren wir da zu viel Zeit für. Das ist natürlich auch nicht das, was wir wollen, denn beim Laufen können wir keine Fische fangen. Also machen wir das hier. Kennst du mich noch, Pantoffel? Ich kenne jeden, der hier ist. Jeden Einzelnen.
Aber hier scheint nichts zu gehen. Warum lässt mich die Stadt hier im Stich? Hauptsache, die wird gleich aktiviert. Gib eins wieder mal Kaffee, damit er aufwacht. Der gute Heinz-Rüdiger kriegt gleich eine schöne Adrenalinspritze. Das kann er mal haben. Kaffee hilft da, glaube ich, nicht mehr. Oh, guck mal, da ist nochmal einer. Auch ein Forellenbarsch. Zack. Aber der kleinste von den kleinen. Ich fange nur die Kilo-Dinger jetzt hier. Aber immerhin haben wir jetzt mal wieder ein paar Fische gefangen. Mir sagt 8 Streams hintereinander dabei. So ist es richtig, Lele. Das schaffst du noch. Ja, wie gesagt, am Anfang jetzt sowieso, ne? Eigentlich geht's jetzt hier um noch gar nichts. Weil solange die Trophys nicht beißen, juckt das eigentlich keinen, was du jetzt hier fängst. Da kann der erste 16 Kilo haben. Entscheidend ist, was hinterher im Gesamtgewicht steht mit dem Kescher. Und das werden vorwiegend Trophys sein. Der besitzt schon wieder nicht. Ich bin gespannt, was man für so ein Gesamtgewicht da braucht. Also eigentlich dachte ich so 31, 32, 33 Kilo wirst du wohl brauchen. Vielleicht auch so um die 30. Aber wie gesagt, wenn sie jetzt halt die letzte Stunde weggehauen haben, könnte man vielleicht sogar mit ein bisschen weniger weiterkommen. Schwer einzuschätzen. Also das, was der erste hat, wird definitiv nicht reichen. Da wird er noch nachlegen müssen. Aber das wird er wahrscheinlich auch. Er wird ja nicht aufhören jetzt zu angeln und sagen, reicht mir. Nee, das ist hier Müll an der Stelle. Versuchen wir doch mal mit einem anderen Heinz Rüdiger. Bisschen hier Variation reinbringen in die gute Stube. Komm, was haben wir noch im Angebot? Wir haben noch den guten Jig-Hatch mit dem Heinz Rüdiger drauf. Dann switchen wir die Route. Welchen Platz brauchst du für das Finale? 20. Mindestens 20 Star. Ist eigentlich gar nicht mal so krass. Also kann man schon schaffen. Nur man müsste dann halt auch ein paar Fische fangen. Sonst schaffst du das leider gar nicht. Aber wir haben noch gute 26 Minuten Zeit, bevor das Turnier richtig startet. Also alles gut soweit. Na, guck mal, da kommt sogar noch einer. Ist das sogar ein Forellenbarsch? Jawoll. Haben wir den nächsten hier an der Leine. 1,2 packen wir ein. Ich kann mich nicht an die Top 16 ranarbeiten. Die fangen halt auch ihre Fische. Komm, Hänger, geh weg. Was ist los? Ich muss meine Bremse ein bisschen höher stellen. Sonst widert nix. Jetzt läuft es, ja. Auf jeden Fall. Läuft richtig gut. Ein Fisch nach dem anderen ziehe ich aus dem Wasser. Aber noch ist alles vollkommen egal. Noch können wir uns entspannt zurücklehnen. Abgerechnet wird gleich. Das finde ich mal schade bei solchen Turnieren, dass du halt quasi eine Stunde Leerlauf jetzt hast, was du nicht wirklich effektiv nutzen kannst. Aber der erste hat auf jeden Fall ein paar gute Fische gefangen. Ne? Wenn er schon 16 Kilo, dann muss er im Durchschnitt 1,6er gefangen haben. Das ist schon fast Maximum bei den normal großen. Also das ist auf jeden Fall
Nicht schlecht. Wenn er so anfängt mit den Trophies, dann hat er gute Karten. So, ich müsste einfach jedes Mal den Köder wechseln, glaube ich. Ich habe immer einen Fisch mit jedem Köder und danach ist wieder tote Hose. Kannst du ein gutes DLC nennen, welches sich lohnt? Auf jeden Fall das Sport Bundle. Muss man auf einen so ein Sport DLC draufklicken und dann kannst du das als Bundle kaufen. Für, ich weiß gar nicht, was das kostet. Ich glaube, das ganze Set, das sind, glaube ich, 6 oder 7 DLCs oder 5, ich weiß es nicht. Kostet irgendwie 15 Euro oder so. Ich glaube 15 waren es. Und da ist auf jeden Fall alles drin. Von Stipproute bis über dicke Castingroute für Muskies und alles, was du eigentlich brauchst. Und das für 15 Euro hast du halt alles direkt drin. Die ganzen neuen DLCs sind alle leider viel zu überteuert. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Aber alle auf jeden Fall definitiv zu teuer. Und solche Turnier-DLCs hier sind dann natürlich immer für die Spieler, die sich das Setup noch nicht kaufen können im Laden, weil sie noch nicht hoch genug vom Level her sind. Aber das ist nicht so viel drin. Und kostet halt auch, ich glaube, das hier kostet 13 Euro, was ich gerade benutze. Und da kannst du natürlich dann mit dem Sportbundle für 15 Euro wesentlich mehr absahnen. Freihirsch, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Was fangen die Leute denn hier so? Ach. Auch nicht so die Welt, ne? Kettenhecht. Na schön, wir warten einfach mal ab. Wird schon am Ende für uns laufen. Oder auch nicht, dann können wir es auch nicht ändern. Das war echt sehr schlechte Ballzeit, ey. Für 14 Uhr müsste eigentlich schon ein bisschen mehr gehen. Ist ja gar kein Zupfer hier, gar nichts. Ab und zu mal ein Fisch. Bex, einen wunderschönen guten Abend. Echt tote Hose. Unglaublich. Ich ziehe gleich mal ein paar Würfel mit dem Crank durch. Weil der gute Heinz Rüdiger hier bringt ihn auch nicht. Heinz Rüdiger, ja. Heinz Rüdiger ist am Start. Der will aber noch nicht so richtig. Der kommt gleich jetzt richtig zum Zug. Ach, wir müssen halt erst wieder hier. So, zack. Crank drauf. Versuchen wir hier ein paar mitzufangen. Irgendwie kriegen wir die Fische schon aus dem Wasser. Vielleicht hiermit nochmal so ein, zwei. Wenn ich gehe mal nochmal nach da hinten gucken, wo wir gerade schon waren, damit wir die Stelle hier erstmal wieder ein bisschen abkühlen lassen. Anscheinend muss man hier wirklich krass die Spots wechseln, habe ich so den Eindruck. Weil du fängst immer so einen Fisch und dann bist du wieder. Ist wieder tot. Das kann ja eigentlich nicht sein. Ne, hier ist echt gar nichts, ne? Weder auf Crank noch auf Heinz Rüdiger fangen wir hier was. Kann man nicht einfach TNT reinwerfen? Oh, guck mal, da war ein Nachläufer. War aber. Ist denn ein Karlicht da unten? Oder ist das gar nichts mehr, ne? War nur eine Spiegelung. Ja, TNT wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Hätte ich auch gerne. Würde ich Heinz Rüdiger so einen Sprengstoffgürtel umbinden, ne? Turban auf dem Kopf und dann ab ins Wasser mit dem. Dann läuft der bestimmt richtig gut. Aber leider ist das noch nicht möglich.
Gib mir noch ein paar Barsche. Also wenn das so gleich beißt, dann viel Spaß, Pantoffel. Die Fische fangen an zu springen. Ja. Die sollen immer mal an den Haken gehen, anstatt zu springen. Was bringt es, wenn sie da rumhüpfen? Aber du keinen fängst. Guck mal, wenigstens der Freestyler räumt da den Schuhladen leer. Nimm einen Barschick oder funzt der auch nicht? Ich habe keinen Barschick dabei. Bin unvorbereitet ins Turnier gegangen. Ich habe nur Heinz Rüdiger. Ich habe mich auf Heinz Rüdiger verlassen. Otto Karl-Heinz, einen wunderschönen guten Abend. Komm bestimmt DLC mit DNT. Ab und zu rechte Maus, das ist zu anstrengend, Joker. Viel zu anstrengend. Lohnt er jetzt noch nicht. Ab 16 Uhr bin ich für alles offen. Guck mal, Palawino direkt mit dem 1,8 Kilo Fisch. Oh, guck mal, jetzt haben wir auch noch mal einen hier. Oha, da geht aber hier meine. Oh, da ist fast meine Schnur gerissen. Habe ich hier eine andere Rolle? Mit mehr Bremskraft drauf oder was? 1 Kilo. Wahnsinn, weil ich hier für Riesenfische fange. Wahnsinn. Ist der Shit. Alle 1 Kilo, ey. Anstatt mal so ein 1,7er hier rausziehst, wie alle anderen auch, ne? Nö. Pantoffel halt sein. 1 Kilo-Rhythmus hier drin. Dabei reißt hier schon fast die Schnur durch. Ich glaube, die war gerade noch so unten drunter, ne? Aber muss ja nicht provozieren. Kannst du bei Call of the Wild mal ein Tutorial für Anfänger machen? Da gibt es auch ein Tutorial. Was soll ich denn auch noch machen? Du machst einfach die erste Mission, das ist das Tutorial. Da wird dir alles erklärt, was du wissen musst. Glaube ich. Also ich denke schon, dass man damit klarkommt. Oder leuchtet dir da irgendwas nicht ein? Dann kannst du auch speziell fragen. Mir geht's sehr gut, Otto Karl-Heinz. Ich hoffe dir auch. LKW-Batterie mit Kabeln. Ja, einfach mal ins Wasser werfen, ne? Gucken, was passiert. Ah, oh, komm, wir gehen da hinten nochmal ein paar Fische fangen. Haben wir noch eine Ingame-Stunde Zeit, bis die Trophys losgehen. Alles klar, Carpenter. Dann viel Erfolg bei der Nachsuche. Und ich hoffe, es dauert nicht so lange. So, nochmal hier reinwerfen. Hier noch vielleicht ein paar Fische ziehen. Wenn sie denn wollen, die guten. Und dann so langsam warm machen für das grande Finale. Was kommt, was ist denn da angeflogen gekommen? Alter, da war ein UFO. Werde gleich von Außerirdischen hier entführt. Hier gucken auf, wie schlecht ich hier angel. So. Wie viel habe ich denn schon gefangen? 7? Ich habe nicht mal den Kescher voll. Nach der Hälfte der Turnierzeit. Das ist schon schlecht. Wenn du nicht mal 10 Forellenbarsche fängst in der Zeit. Das ist richtig mies. Das ist ja hier wie Missouri. Wahrscheinlich sogar noch schlimmer. Otto Karl-Heinz, vielen Dank für dein Follow. Da hat mir so richtig Spaß gemacht gegen. Hast du keinen Satz für Stay Close? Nein. Gibt nichts Geiles. Aber
Und so wie es aussieht, werde ich ja nicht weiterkommen und dann werden wir morgen mal wahrscheinlich Finding Bigfoot streamen. Ein bisschen Horror zu Ostern. Wahrscheinlich werde ich vorher noch was anschreiben, wahrscheinlich vorher noch Call of the Wild oder so. Falls ich hier nicht weiterkomme und danach Bigfoot. Wenn dunkel ist und alle Angst haben. Und dann gucken wir mal. Ich hoffe, durch die ausländische Strahlen nicht viel größer. Ja. Von mir aus könnt ihr auch das Wasser immer kurz verdampfen, damit ich die Fische einfach aufsammeln brauche. Nadine lässt krachen. Ja, wichtig ist, dass die dann am Ende krachen lässt. Was bringen ihr jetzt da die 15 Kilo, wenn sie gleich keine Trophys fängt? Da musst du ordentlich krachen lassen. Aber hat er genug geübt, wird sie schon hinbekommen. Ist auch tot, ne? Das ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Du weißt nicht, was du noch machen sollst. Scheint einfach kein Fisch gerade bei mir anzubeißen. Nix da. Ja, da kommt mal einer. Da kommt mal einer ran hier, der gute Forellenbarsch. Wahnsinn, da haben wir wieder einen gefangen. Jetzt haben wir wahrscheinlich 10 Kilo zusammen. Ja, ist schon wieder so. Warte, ich fange nur so kleine Fische, ne? Nur so kleine Biester. Kurz wieder den guten hier Heinz Rüdiger nehmen. Heinz Rüdiger will ja auch mal auf seine Kosten kommen. Zwölf Minuten müssen wir noch irgendwie überbrücken. Und dann geht's rund im Karton. Heinz Rüdiger will aber auch keiner. Doch, da. Wollte schon sagen. Ist aber ein Karlecht, oder? Bugwelle kam. Bugwellen sind meistens Karlechte. Was ist das denn für einer? War ein Barsch, aber ich habe nicht gesehen, ob es gepunkteter war. Ne, ist sogar ein Forellenbarsch. Sogar ein guter. Guck an. Pantoffel kann auch Fische fangen. Schon fast 12 Kilo. Wenn ich jetzt noch einen fange, bin ich schon wieder in den Top 16 drin. Siehste. Ganz ruhig. Alles wird gut. Am Ende 20. reicht ja. Wir brauchen heute nicht zittern. Das ist immer das Schlimmste gewesen. Ich bin, glaube ich, als 22. weitergekommen oder so. Also war jetzt nicht ganz so knapp. Aber trotzdem. Siehst du dann so, wie du im Laufe des Tages immer weiter runterrutscht und denkst dir auch, kann es mal langsam hier bitte 16 Uhr sein, damit ich weiter bin? Das ist mal ein bisschen nervig bei den Quali-Runden, dass du nie weißt, ob du jetzt durch bist oder nicht, bis dann letztendlich Ende ist. Aber gut. Das ist hier auf jeden Fall anders. Es rappelt im Karton. Tong, 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 tong. Ja. Hoffentlich gleich. Im Setzkescher soll es bitte rappeln. Weil da zu eng wird. Das wäre gut. Der kann es gerne rappeln, so viel es will. Mach mich gleich auch wieder auf die. Auf den Weg nach drüben. Weil ich hier nicht die Trophys beangeln möchte. Zumindest. Erstmal da hinten abchecken, ob da was geht. Wenn da nichts geht, dann muss ich natürlich Plan B überlegen. Ich habe voll auf den Spot da hinten gesetzt eigentlich. Wenn der nicht nichts hergibt, dann haben wir auf jeden Fall ein Problem. Weil die anderen hier alle nicht so geil sind. Und für den Uni kenne ich halt auch nur den Spot und der, ja gut, der andere geht auch noch, aber der ist auch nicht so mega geil. Wir müssen auf jeden Fall gleich mal gucken, wie er da dann läuft, ob es reicht oder nicht. Das sehen wir dann.
Kann ich noch mal bitte einen fangen? Oder habe ich. Vielleicht habe ich auch schon 10 Fische, ne? Ich weiß es nicht, ich habe die mitgezählt. Wenn ich schon 10 Fische hätte, dann wäre ganz schön bitter mit 12 Kilo. Aber könnte durchaus sein. Ich habe nämlich nicht so die dicken Fische. Dann würde ich aber den 16. wahrscheinlich gar nicht holen, wenn ich den einen austausche. Das kriegen wir erst in Erfahrung, wenn wir einen Fisch gefangen haben. Aber ich fange auch mit keinem Köder zwei Fische hintereinander, ne? Ist der Shit. Erst mit dem Craig eingefangen. Dann mit Heinz Rüdiger. Und dann geht wieder gar nichts. Heute ist Stuxel gar nicht da. Ja. Kann schon sein, ne? Ist auch über die Osterfeiertage das Turnier. Ich denke auch viele sind im Urlaub. War nicht so gut, dass sie das vielleicht bei Oster gemacht haben, aber. Gut. Hätten sie das an einem anderen Wochenende gemacht, hätte da halt irgendeiner keine Zeit gehabt, ne? Du kannst halt nie für alle passend machen. Ob jetzt Ostern unbedingt der beste Zeitpunkt war, lässt sich drüber streiten. Aber ist ja abends, ne? Wobei, gut, wenn jetzt aus Amerika irgendwo kommst, dann ist wahrscheinlich gerade Ostermorgen oder Ostermittag oder was weiß ich, was die da für Uhrzeiten haben, wenn dann Finale stattfindet. Was dann vielleicht schon eher ein bisschen hinderlicher ist, ne? Aber für deutsche Zeiten geht es ja halbwegs. Oh, da war einer. Aber der hängt leider nicht. Ich fange mit Slopshuhn sehr viele. So habe ich gar nicht erst mit. Ich will auch nicht auf Masse angeln, wieder auf Qualität angeln. Die Masse ist jetzt schön und gut, damit du jetzt hier irgendwo oben stehst, aber ich weiß gar nichts. Gibt es einen Slopshuhn überhaupt in so großen Größen, um da gezielt auf Trophy und Uni zu gehen? Oder fängst du damit vorübergehend oder vorwiegend nur die normalen? Ich benutze den Slopshuhn ehrlich gesagt so selten, dass ich gar nicht weiß, was die da für Größen haben. Noch 6 Minuten, Freunde. Dann haben wir die erste Stunde geschafft. Und dann kann es weitergehen. Entweder Richtung Finale oder Richtung Keller. Nehmen wir nochmal den guten Crank raus. Heinz Rüdiger 2. Werfen wir damit nochmal ein paar Mal aus. Und dann gehen wir mal langsam rüber Richtung unserem eigentlichen Spot, wo wir angeln wollen, und versuchen da mal ein paar Fische dann letztendlich rauszuziehen, die dann auch die richtige Größe haben. Ich habe den kleinsten Schlappspuren und fange schon viele Trophy. Schon viele Trophy ist aber nicht sehr viele Trophy, ne? Guck mal hier, jetzt habe ich den Köder gewechselt, jetzt habe ich einen Karlecht da dran, ey. Scheiße, Mann. Habe ich gedacht, jetzt fange ich meinen nächsten hier. Und dann ziehen wir den Karlecht aus dem Wasser, ey. Ach, guck mal, ich habe sogar schon 10. Ja, Prost Mahlzeit. Guckt euch die Fische an. 9, 9, 9, 9, 1. Hammer. Hammer, was ich für Fische habe. Richtig gut. Müsst ihr du mal ein Jagdvideo machen? Was? Was ist mit dem Würstchen?
Ach, guck mal, da ist noch einer. Spannung. Bleib da. Ist, glaube ich, sogar ein Forellenbarsch oder ein gepunkteter. Einer von beiden. Auf jeden Fall kein Karlecht. So wie der gerade gesprungen ist. Der gepunktet hat. Ja, als ob. Entkommen auf Gerücht. Ach komm. Geringe Spannung. Wirst. Nein, werde ich nicht. Werde ich nicht. Ich glaube, in manchen Relauf. Ja, habe ich jetzt auch verstanden. Aber werde ich nicht machen. Du hast nicht mehr viele Frösche? Ja. Muss reichen. Ist doch fast zu Ende das Turnier. Eine Stunde, drei Minuten, kommen wir schon aus mit den zwei. Warum? Weil ich erstens keine Jagdmöglichkeit habe aktuell und zweitens glaube ich, dass das auf meinem Kanal nichts zu suchen hat. Ganz ehrlich. Das passt da nicht rein. Auch wenn ich jetzt was Computerspiele mache, wo du jagen gehst, aber das ist nochmal was komplett anderes, wenn du es halt in real machst. Und das passt, glaube ich, nicht zu meinem Content. Deshalb werde ich das definitiv nicht machen. Dafür gibt es andere Kanäle, die das machen. Die sollen das von mir machen, aber ich nicht. Ein Angelvideo in Real Life. Vielleicht. Muss ich aber. Ich habe überlegt, ob ich das vielleicht in Norwegen mache. Weil ich da halt hinfahre im Sommer. Aber dazu brauche ich erst eine Kamera. Und ich glaube, das kriege ich finanziell bis dahin überhaupt nicht geregelt, da mir eine Kamera zu kaufen. Deshalb wird das wahrscheinlich auch nichts. Es sei denn, das Spendenziel, was ich jetzt habe, wird erfüllt, dann werde ich natürlich als nächstes die Kamera nehmen. Aber davon können wir erstmal nicht ausgehen, dass das bis Sommer klappen wird, deshalb. Also vielleicht, wenn es bis dahin klappt, aber sonst auch das eher nicht. Ich gehe mal rüber. Wir haben schon fast 16 Uhr. Wann kommt die Facecam? Immer noch, wenn ich umgezogen bin. Was nächste Woche der Fall sein wird. Im Laufe der nächsten Woche ziehe ich um. Dann klicke ich auf den Amazon-Button. Auf Bestellen, weil alles ist schon im Warenkorb drin. Und da kommt es hoffentlich. So innerhalb von einem Tag, weil ich sowieso immer so ein Prime habe. Ich glaube, ab einem Teil hatte kein Prime. Muss ich mal gucken, was das war. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber danach wird's kommen. Norwegen auf Dorsch und Halibut. Ja, ich glaube, Halibut haben sie da nicht so viel. Dorsch ist auch Mangelware mittlerweile da. Aber ja, mal gucken, was da so beißt, ne? Ist ja alles nicht mehr so leichter in Norwegen. Früher gab es noch Fisch, heute gibt es da fast nichts mehr. GoPro vom Monito ist da drin, naja. Der soll sein Geld auch mal ruhig behalten, der Arme. Klick mal die Maus kurz hintereinander, dann bekommst du auch mit der Stoppung auf 3 Punkte. Was haben wir jetzt gefangen? Habe ich ja nicht darauf geachtet. Forellenbarsch. 1-3. Weg mit dem. Behalten. Na gut, aber die bringen uns alle nichts, ne? Bei The Hunter schießt du nur auf 1 und 0. Ja, so ist es. Wir haben da Pollacks gefangen. Ja, Pollacks gibt es noch manchmal. Aber Pollacks fängst halt auch mehr auf Spinnfischen da, ne? Mehr so an den Felskisten da. Aber wir sind schon relativ nah an der Küste eigentlich. Ich tippe mal so auf längs vielleicht, wenn wir Glück haben. Ach, ich angle auch schon mit Stop and Go und hab ein Crankbait dran. Aber gucken, was da letztendlich geht im Fjord. Ich war in dem Fjord, wo wir jetzt jedenfalls selber noch nicht, deshalb keine Ahnung, was man da fängt, aber werden wir dann sehen. Halibut habe ich letztes Jahr in 2 Tagen 5,5 bis groß gefangen. Ja, aber es kommt halt auch an, wo du bist. Ne? Wenn du halt Lofoten bist, da gibt es halt welche. Aber, was habe ich denn da dann? Das ist die falsche. Also ich meine, 5 Fische in 2 Tagen ist halt für Norwegen auch eigentlich nichts. Ne? Wenn du halt hörst, was andere in Norwegen fangen oder
erzählen zu fangen. Oder dass man früher da gefangen hat. Ich war da schon seit Jahren hin. Und früher, da kamst du halt mit dem Boot voll mit Fischen da nach Hause, ne? Und heute ist das schon merklich weniger geworden, muss man sagen. So, wir haben es auf jeden Fall 16 Uhr. Jetzt können die Trophies auf jeden Fall beißen. Und das werden sie gleich auch tun. Deshalb müssen wir mal beten, dass das hier gleich klappt. Los geht's, so ist es. Hört sich heute nicht so begeistert an. Kommt gleich, wenn ich den ersten Trophy habe, so wie den hier. Ne, ist keiner. Scheiße. Aber fast. Aber fast. 1,3 auch nur. Na gut, am Ende haben wir schon mal gefangen. Ab jetzt geht's bergauf, Freunde. Ab jetzt geht's richtig bergauf. 13,1 haben wir. 13,7 ist Platz 16. Wir bräuchten jetzt mal den ersten Trophy. Und keinen Hänger. So, jetzt müssen wir ein bisschen konzentrierter angeln. Damit wir hier nicht alles verhauen und versemmeln, wenn mal einer anbeißt. Ich werde es hier vermehrt an der Stelle erstmal bleiben. Gucken, ob hier was geht. Was ich erstmal hoffe. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Guck, da schon erster mit dem 3-Kilo-Trophy. So wird es gleich aussehen. Mal gucken, ob wir Glück haben. Wahrscheinlich fangen wir gleich wieder den riesen Karlecht hier. Das könnte natürlich passieren. Ah, die fangen schon alle, die 3-Kilo-Dinger. Und nur der Pantoffel wieder nix. Und wenn ich gleich anfange, bestimmt so 1,8. Klingt mal kürzer hintereinander. Wie kürzer hintereinander? Kürzer Abstand oder was? Passiert nichts. Auch ein Punkt. Das kommt auch zum Teil auf den Köder, welchen du hast. Ne? Du kannst nicht mit jedem Köder irgendwie perfektes Stop-and-Go machen. Also, wenn ich noch schneller hintereinander klicke, dann habe ich aber hier geradeaus oder sowas. Irgendwie sowas wird dann dabei rauskommen. Aber die 3 Punkte, die kriegst du mit dem Heinz Rüdiger nicht hin. Der Heinz Rüdiger ist ja ein bisschen wehrhaft. Wir brauchen jetzt mal hier einen. Aber ich glaube, es läuft einfach genauso weiter, ne? Chaos, auch dir einen schönen Abend. Glaube einfach, wir haben echt einen scheiß Random-Fakt erwischt. Und der sagt halt, dass wir nur Crab fangen. Den einen Biss haben wir jetzt gerade wieder verhauen. Auf Stufe 2. Na gut, versuchen wir mal. Versuchen wir mal. Ein neuer Wurf, ein neues Glück. So. Stufe 2, schnell klicken. Jetzt kommen erstmal die Hänger natürlich da vorne. Da müssen wir erstmal raus. Zwei Punkte. Und der Köder kommt nicht vom Boden weg. Ein Punkt. Zwei. Ah, hat immer einen Fisch gebracht. Und ist, glaube ich, sogar ein Trophy. Oder? Was haben wir da? Haben wir da diesmal einen? Der erste Trophy ist da sogar ein guter. Sogar ein guter. Heißt, den können wir freilassen. Den packen wir ein. Und dann sind wir schon mal 12 da. Guck an. Jetzt brauchen wir ein paar mehr. Ich versuche die Taktik mal weiter. Auch wie ich die 3 Punkte nicht hinbekommen, aber schon mal besser als gar nicht. Ich schalte mal ein Makro ein für die 3 Punkte. Ja, habe ich eigentlich immer, aber haben sie jetzt mal gepatcht. Deshalb geht das jetzt nicht mehr. Darf's eigentlich gar nicht sagen im Stream, ne? Sonst kommt wieder irgendeiner, der keine Ironie versteht und dich da irgendwo anschwärzt und sagt, der Pantoffel hat ein Makro am Laufen.
Ich kenne ja die Fishing Planet Community wieder im, die im Forum immer zugange ist. Die sind immer sehr gut gelaunt. Oh, guck mal, noch einer hier. Aber es ist ein Karlecht, glaube ich. Der kommt immer hier am Kraut hier rangeballert. Von der Bugwelle her, ja. Da ist ein Karlecht. Da ist ein Karlecht, der Gute. Na gut, wir müssen jetzt einfach ein paar Trophys fangen, ne? Hilft jetzt alles nichts. Jetzt müssen wir durchballern. Guck mal, wenn wir noch einen fangen, dann sind wir schon wahrscheinlich Top 3 oder so. Na gut, Top 3 vielleicht nicht ganz, aber Top 5 vielleicht. Weiß nicht, was die da oben haben. Aber die werden jetzt natürlich alle ihre Trophys fangen. Von daher am besten direkt den zweiten nachlegen. Ich glaube, zwei hat von den Gewichten ja noch keiner. Wenn ich das so richtig sehe. Stopper Ghost hat im letzten Patch total broken. Ja, leider. Bin schon immer leid. Danke, Tim. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Wenn man vom Forum ausgeht, ist das Spiel der größte Müll, ja. Das stimmt. Aber ich lese das schon gar nicht mehr. Da ist nur noch jeder am Rumheulen. Nach jedem Patch wieder rumgeheult. Von daher. Ich sag mal, wer im Spiel nicht zufrieden ist, soll das nicht spielen, ne? Kannst ja keinen so zwingen, wenn die meinen, okay, das Spiel ist scheiße, sollen das nicht spielen. Sind ja selber schuld, wenn sie es machen. Oh, der erste hat aber schon zwei jetzt, glaube ich, ja. Mit 13, ach, mit 18,3 wird er schon ein paar mehr haben. Das heißt, wir müssen auch mal langsam nachlegen. Mit dieser Bodenschleiftaktik hier ist auch nicht viel erfolgreicher, glaube ich, ne? Mal gleich wieder anders versuchen. Vielleicht ist auch noch die Variation, die entscheidend ist, ne? Mal so, wer weiß. Kein Zupfer hier. Und dann müssen Free-to-Play und alles bekommen. Das ist ja das Ding. Weißt du, du bekommst ja alles. Nur die wollen halt alles am liebsten in 2 Minuten oder so haben. Diese ganze Diskussion mit Pay-to-Win, ne? Wer das Spiel hier als Pay-to-Win bezeichnet, der. Ich glaube, der hat kein Wort Englisch in seinem Leben gesprochen. Der weiß nicht mal, was Pay-to-Win, glaube ich, heißt. Also, wer das bei diesem Spiel hier betitelt, der hat von dem Spiel erstens keine Ahnung und zweitens von Englisch auch nicht. Das ist die größte Bullshit-Diskussion, was dieses Spiel betrifft, aller Zeiten. Ich kenne kein Spiel, wo es so leicht ist, alles ohne Echtgeld freizuschalten. Du brauchst ja nicht mal hier Premium. Du kannst einfach seit dem einen Patch, wo die hier die Levelgrenzen und so. Was heißt die Levelgrenzen, weil die das ganze Leveling vereinfacht haben, ist das ja so easy geworden, hier Level 40 zu erreichen. Von daher, das Grind, das gibt's ja so im Prinzip gar nicht mehr. Ich habe das ja, ich habe mal kurz den Level-Guide hier gemacht, von 1 bis Level 40, habe ich gemerkt, wie easy das überhaupt ist, auf die Level zu kommen. Hätten die das am Anfang gespielt, das Spiel hier, ne? Als es rauskam. Und als die meisten von uns quasi gefarmt haben und hochgelevelt haben. Ja, das war hart. Aber der jetzt hier, das Spiel jetzt hier, pah, leichtestes Spiel auf der Welt. Ja, guck mal, der ist aber kleiner, aber bringt uns auch nichts. Die 30 Gramm können wir auch getrost stecken lassen eigentlich. Wir versuchen das mal weiter. Größte Problematik ist das RNG in Turnieren und die fallen ein bisschen hoch in Preise. Preise wovon? Von den DLCs oder was? Die finde ich teilweise auch überteuert. Zumindest die neuen. Die alten, ja, die gingen noch, aber die neuen, teilweise 50, 60 Euro für ein DLC? Pah. Eigentlich schon fast eine Frechheit. Die Idee mit dem für Premium-Spiel exklusiven Gebiete ist nicht schlecht, ne. Finde ich scheiße, ehrlich gesagt.
Ich weiß noch nicht, woher du die Information hast, haben die jetzt irgendwann gesagt, dass sowas kommt. Also wenn die sowas einbauen, so zu den Gebieten dürfen nur Premium-Spieler, dann geht das Spiel, glaube ich, echt zugrunde. Weil, was soll das bringen? Bringt ja auch gar nichts, ne? Haben wir hier nochmal einen dicken oder was? Ne, auch ein normaler. Oder? Ne, ist glaube ich ein Trophy sogar. Leider nicht. Aber ein 1,6er vielleicht. Jo. Der ist es. Aber immer noch 15,7. Ich brauche noch ein paar Trophäenfische, Freunde. Spielst du Clash Royale? Ne. Ne, ne, ne. Ich kann mir jetzt mit Level 11 in Florida rum. Florida? Was hast du denn für einen Cash? Eigentlich ist das so alles schnell gemacht. Ein paar Barsche fangen. Ist Florida überhaupt Level 11? Level 11 ist doch gar nicht. Oder hast du so ein. Ach, wahrscheinlich, weil du dich hier bei dem Turnier angemeldet hast, kannst du da hin, ne? Ich glaube, regulär ist Florida gar nicht ab Level 11. Müsste noch viel höher sein irgendwo. Killerbombe, ach, dir wunderschönen guten Abend. Im Forum wurde das diskutiert. Premium bringt den Level 40 Spieler nicht viel. Ja, gut, es wurde wahrscheinlich unter den Spielern diskutiert, ne? Aber nicht von den Entwicklern. Was die Spieler für Ideen haben, interessiert die, glaube ich, eh nicht. welcher Platz bist du? Weiß ich nicht. Ist leider verbuggt. Kann ich nicht sehen. Wahrscheinlich irgendwo so zwischen 20 und 30 würde ich jetzt so schätzen, wenn ich mir die Platz 16 angucke und mein Kilogewicht. Irgendwo da wahrscheinlich. Aber der erste hat jetzt schon den dritten Trophy, glaube ich, und ich ziehe hier einfach nur ein. Aber es ging schon schlecht los und ich glaube, es wird sich halt so durchziehen. Da haben wir leider keinen Einfluss drauf. Ich glaube, ich habe echt einen schlechten RNG die Runde erwischt. Und müssen uns jetzt hier irgendwie durchkämpfen. Wahrscheinlich kommt gleich die erste Ingame schon rum mit Trophys und ich habe es eingefangen. Das ist echt nicht gut. Aber gut. Müssen wir durch. Mal gucken, was wir jetzt noch haben. Könnte was dickeres sein, aber am Anfang gehen die immer eine Bremse. Und danach lassen sie nach. Da habe ich den Bauch nicht gesehen. Ne, aber ein 1,7er. Jetzt fange ich hier die normalen großen. Er meinte, dass er. Achso, er meint, dass er seit 11 Level in Florida ist. Ja, aber kannst du dann weiter schon, ne? Weiß gar nicht, was kommt denn nach Florida so als nächstes Ziel? Ich habe das alles nicht so im Kopf, die ganzen Levelgrenzen. Da ist einer hinter meinem Köder her. Da hat er zugepackt. Aber es ist ein Karlecht. Das ist schon eine Bugwelle. Das wird ein Karlecht ist. Ach, scheiße, Mann. Diese Kack-Karlechte. Lele, alles klar. Dann vielen Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Hast du eine PS4? Nein. Ich bin generell nicht so der Konsolenspieler. Ich habe eine Xbox, aber die ganz alte noch, die allererste. Und Super Nintendo, aber auch nicht angeschlossen. Also, ich spiele Konsole so gut wie gar nicht. Zieh, zieh, zieh. Ja. Ein Trophy müsste ich ziehen. Das wäre gut. Aber das gelingt mir bis jetzt nicht so gut. Der Landwirt, der noch hilft, LD4, ja, mach ich gleich auch. Mach ich gleich auch bei dem Spiel hier. Das richtig, ja, richtig auf, ne? Eine Ingame-Stunde rum in Trophy-Zeit und du hast erst eingefangen und die anderen haben schon alle 5 Stück mindestens. Mindestens das. Basti, auch dir, frohe Ostern. Eigentlich ist es morgen frohe Ostern, oder? Wann sagt man das? Das ist wie Weihnachten, ne? Weihnachten sagt auch, manche sagen am 24. Frohe Weihnachten, die anderen sagen, das darf man erst am 1. sagen. Ich weiß gar nicht, wann man frohe Ostern sagen darf. Ostersonntag, Ostermontag, Karfreitag schon. Wer weiß. Ne, das läuft hier nicht. Das läuft hier gar nicht irgendwie. Also ich bin jetzt nicht so weit weg von den Top 20. Ein Trophy wird mich wieder reinbringen, aber trotzdem kann man damit der Ausbeute irgendwie nicht zufrieden sein.
Hier läuft einfach nichts an der Stelle. Aber die anderen sind noch schlechter. Das ist jetzt das Problem an der Sache. Ich kann mal einen anderen Köder versuchen. Heute nach der Osternachtsfeier. Gibt's sowas? Gibt's eine Osternachtsfeier? Ne, Crankbait versuche ich nicht. Versuche nochmal hier den Heinz Jürgen, wie heißt er mal? Heinz Rüdiger 2. So, da, zack. Gucken wir mal, ob damit was geht. Aber sieht wahrscheinlich schlecht aus. Lobo, auch dir einen schönen guten Abend. Aus welchem Bundesland kommst du? Aus NRW komme ich. Nordrhein-Westfalen. So, dann machen sie wieder die erstmal die billige Stop-and-Go-Technik. Gucken wir mal, ob David auf unseren geilen Heinz Rüdiger reagiert. Und wenn nicht, müssen wir nochmal andere Führung machen oder dann wieder auf Heinz Rüdiger 1 wechseln. Dann zieh ich einfach mit Heinz Rüdiger 1 durch und entweder beißen ihn oder nicht. Mehr kannst du eh nicht machen. Ich meine, die fangen alle nicht so die mega vielen Trophies, wie es aussieht, ne? Die meisten haben, glaube ich, auch erst eingefangen. Ich habe halt so viele kleine normale noch dabei. Kohle mal auf Stufe 2 Umdrehung länger. Da muss ich mich ja konzentrieren. So. Okay, da kriegst du manchmal so 3 Punkte Stop and Go hin. Meint der bringt jetzt mehr Fisch? Eigentlich schon, aber ich 3 Punkte habe. Jetzt muss das hier laufen. Da! Freunde, das ist bestimmt der Uni. Nee. Aber ein Forellenmarsch, aber ich glaube auch kein Trophy. Leider nicht. Und auch kein großer. 1, 2, ja komm hier, 40 Gramm mehr. Können am Ende entscheidend sein, packen wir ein. Aber immer die 3 Punkte. Perfekt, Leute, wir kriegen die 3 Punkte noch raus. Willst du nach dem Turnier noch was spielen? Ich glaube schon. Welche Ecke in NRW? In der Mitte. Mittendrin. Wir brauchen einen Trophy. 17,6. Ein Trophy würde uns echt helfen. Vor allem am besten so gut mit 3 Kilo. Ich nehme mal wieder Heinz Rüdiger 1. Gucken wir mal, mit dem was zu holen ist mit der neuen Technik. 40 Minuten haben wir noch. 40 Minuten, in denen wir Trophys und auch Unis fangen können. Bei der Uni wird auch, der wäre mega wichtig. So einen guten Uni mit 4,7. Komm, Hänger, geh weg. Lass mich los. Scheiß Kraut. Ah, da war der. Oder war der Hänger? Ne, war ein Fisch, glaube ich. Da war eine Bugwelle da hinten. Aber ich habe ihn nicht angeschlagen bekommen. Na gut, auf ein neues. Gucken, ob die 3 Punkte was bringen. Ob sie mehr Fische herbeizaubern können. Erstmal die Hänger da wieder überbrücken. Komm, geh weg. Lass mich los. Auch kein Fisch. Mit 3 Punkten geht der Köder so schnell nach oben? Ne, der geht gar nicht nach oben. Nach oben geht der, wenn ich Stufe 3 mache. Oder meinst du das mit den 3 Punkten?
Mit den drei Strichen beim Kurbelumdrehung oder was? Ich will ihn auch eigentlich weit oben haben. Um halt die ganze Wassersäule abzusuchen. Das mit den drei Punkten ist schon gut, aber mir gefällt ehrlich gesagt nicht, dass der nur auf dem Boden schleift. Weil ich heute teilweise bei Lift and Drop bessere Ergebnisse hatte als bei Stop and Go. Weil ich da halt mehr von der Wassersäule absuchen konnte. Da war ich halt mit dem Köder höher. Und hier bin ich jetzt mehr so im Bodenbereich unterwegs. Und ich weiß halt nicht, wo die Fische sind, ne? Das ist das Problem. Aber ich glaube, ich habe halt auch generell einfach einen schlechten Random-Faktor. Von daher ist das auch fast egal, was wir machen. Können nur beten, dass wir irgendwie zwei, drei fangen. Und das reicht. Ich versuche jetzt immer nochmal mit Lift and Drop eine Runde. Einfach mal alles durchprobieren. Und beten, dass sich irgendwo ein Fisch verirrt. Zottelhase, auch dir wunderschönen guten Abend. Tust du danach noch was anderes streamen? Ich glaube schon. Was habe ich verpasst? Nix. Leider nicht. Ich würde dir gerne was anderes erzählen, aber bis jetzt ist hier ziemlich mager das Ganze. Da haben wir einen. Da haben wir einen. Mal gucken, ob das ein Trophy ist. Geht ab und zu meine Bremse. Wenn es kein Karlecht ist, könnte es einer sein tatsächlich. Müsste sogar fast. Das müsste ein Trophy sein. Das ist ein Trophy. Sehr gut. Da haben wir erstmal den nächsten. Ist das auch ein guter? 2-7. Okay. Guck mal, ich habe die echt. Sind die sortiert neuerdings? Nach Gewicht? Haben sie da gepatcht? Wahrscheinlich, oder? Ja, nice. Packen wir den erstmal ein. Und sind mit 17,9. Ah, knapp hinter Platz 16 irgendwo. Also sind jetzt wahrscheinlich so Richtung Top 20 unterwegs. Go, 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 Uni, Uni ist noch nicht. Uni ist erst ab 19 Uhr. Wir haben jetzt gerade 17:30 Uhr, das heißt, ein bisschen müssen wir uns noch gedulden. Wir müssen aber vielleicht noch den einen oder anderen Trophy fangen in der Zeit. Das wäre nicht so schlecht. Ah, da war der nächste Biss, aber nicht zu verwerten. Kannst du Santa Classic zocken? Ne, definitiv nein. Weiß nicht, also Santa Classic sagt mir im Moment so gar nicht mehr zu, weil du halt mit Call of the Wild die viel bessere Alternative hast. Also Santa Classic, da erstmal die Grafik geht mir ziemlich auf den Keks und dann rennst du da rum und die Tiere rennen schon aus 300 Meter weg. Da bietet der Call of the Wild natürlich viel, viel mehr Action. Und also Classic spiele ich im Moment gar nicht mehr. Was haben wir hier für einen? Ist das normaler oder ist das ein Trophy? Ist ein Trophy. Das ist ein Trophäenfisch. Sehr schön. Jetzt fangen wir mal ein paar. Dann sind wir schon mal wieder auf 12. So schnell kann es gehen. Drei Trophys gezogen. Und die beiden haben jetzt auch auf normales Stop-and-Go gebissen halt, ne? Also du kannst echt nicht sagen, ob du hier die Fische fängst. Mal so, wahrscheinlich geht alles. Du brauchst halt einfach das nötige Glück. Okay, wann. Doof ist jetzt halt, dass das wirklich ein kleiner Trophy war. Aber besser als gar nichts, ne? Schon mal wieder ein Kilo mehr in der Tasche. Ich hätte jetzt natürlich so die 3 Kilo Trophys bevorzugt. Aber man darf ja auch nicht größenwahnsinnig werden. Nehmen wir einfach den nächsten hier. Am besten den hier. Das ist aber normaler, schade. Kannst du auch mal ein anderes Angelspiel spielen? Sag mir ein geiles anderes Angelspiel, dann spiele ich eins. Ja, die sind echt sortiert, ne? Voll geil. Du brauchst immer den obersten raushauen. Ich glaube, es gibt aktuell. Also, Eurofishing ist nur Karpfenangeln. Dass sie das auch nicht mal erweitern, ne? Die haben irgendwie mal gesagt, eine Zeit lang, da kommen neue Seen und keine Ahnung. Raubfischangeln und was weiß ich, aber da kommt ja gar nichts mehr. Das verstehe ich auch nicht. Aber gut, das Spiel ist auch fertig. War kein Early Access. Das Spiel ist halt fertig entwickelt. Lassen jetzt wahrscheinlich einfach so laufen. Jetzt geht's los. Ja, hoffentlich. Hoffentlich, Stefan. Was hat das mit dem Schuhraub auf sich? Oh, da war ein Fisch, habe ich verpennt. Kurz mal im Chat geguckt, schon Fisch verpennt. In den Schuhraub kannst du Schlappen sammeln. Da kannst du den Schuhlappen fallen. Du musst dann Schlappen setzen, die du hier schon gesammelt hast.
und kannst die quasi vermehren, wenn du lebend aus dem Schuhladen rauskommst mit den Schlappen, die du erbeutet hast. Kann natürlich auch sein, dass du dabei drauf gehst und dann verlierst du deine Schlappen, die du gesetzt hast. Gott, bin ich schon wieder komplett rausgerutscht, oder? Jetzt fangen sie alle hier an, die Fische zu fangen. Wir bräuchten mal so einen 3-Kilo-Fisch. Das wäre wichtig. Das wäre sehr wichtig. Halbe Stunde haben wir noch vor der Brust. In der wir vielleicht was regeln können. Hier haben wir auch alle schon 3 Kilo Fische, ne? Was für Glückspilze. Unglaublich. Frechheit. Sehe ich, wie viel Schlappen ich habe? Mit Ausrufezeichen Schlappen. Kannst du einfach abfragen, wie viel du schon gesammelt hast. Komm, Hänger. Geh weg. Kraut, lass meinen Köder. Heinz Rüdiger. Du wirst dich ja wohl da durchmogeln können, oder? Das kriegst du ja wohl hin. Ah, jetzt wollen die Trophys wieder nicht. Wenn nicht, muss ich gleich mal kurz woanders angeln, um vielleicht die Stelle zu schonen ein bisschen, um dann hier nochmal zuzuschlagen. Müssen wir mal schauen. Versuch's hier nochmal mit Lift and Drop jetzt eine Runde. Danach nochmal mit dem langsamen Dings. Lift and Drop ist halt auch so scheiße, weil die Schnur irgendwie so eine komische Physik hat, ne? Von wegen hier, Physik-Update oder ist ein Nachläufer. Weggeschwommen. Ja, Peitschenschnur ist mal richtig, richtig durch die Gegend. So, komm. Machen wir nochmal mit dem Lift and Drop. Da kam es ein bisschen Nachläufer. Versuchen wir mal, ob das ausreichend ist. Um hier vielleicht nochmal einen Fisch zu überlisten. Leider auch wieder nicht erfolgreich. Also nochmal in langsam das Ganze. 19,3 haben die vor mir mit Platz 16. Noch nicht allzu weit weg. Durchaus noch zu holen, wenn ich noch einen Trophy fange. Ah, da war der Biss, aber nicht zu verwerten. Ich habe zu viele Fehlbisse, habe ich den ganzen Tag heute schon. Ich weiß nicht warum, gestern ging es, aber heute habe ich so viele Fehlbisse. Ist ein bisschen störend, aber kannst du nie ändern. Was haben die 3 Punkte neben dem Stopgun zu bedeuten? Das ist eigentlich, je mehr Punkte, umso besser die Führung. Aber das haben die mit dem letzten Patch irgendwie total verhunzt. Also vorher war es halt mega easy, die 3 Punkte hinzubekommen und jetzt kriegst du die anscheinend nur noch so langsam hier hin. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist sehr merkwürdig. Diesmal kein Fisch. Leider. So langsam könnte man wieder einer, ne? Gleich haben wir die nächste Ingame-Stunde, 18 Uhr. Dann haben wir noch 2 Ingame-Stunden über. Und nicht mehr so viel Zeit. Das Gute an dem Update, man kann super mit angeschlagener Rute angeln. Das konnte es aber vorher auch schon. Ich habe so die Lachse mal in Alaska gefangen. Da konntest du einfach die ganze Zeit rechte Maustaste gedrückt halten.
Könnten wir jetzt rein theoretisch auch machen. Wir können jetzt hier so, zack. Nehmen wir die Route ein bisschen runter und dann ziehen wir hier auch wieder. Oh, guck mal, gibt dann so anheben und fallen lassen, weil ich jetzt hier meine rechte Maustaste gucke und dann hängt halt direkt, wenn halt ein Fisch dann da ist. So wie der jetzt hier. Aber auch kein Trophy leider. Oh ne, sogar der kleinste, packen wir weg. Robin, einen wunderschönen guten Abend. Wenn die Uni-Zeit anfängt, dauert es bestimmt nicht lange und ja, den hat einen. Was? Der haut ja hier nie ab. Achso, der haut ab hier. Ja. Ja, der fühlt gut. Bei ihm läuft es halt, ne? Gut. So war bei mir gestern. Ich habe gestern den ganzen Abend noch mit Tim geübt. Ich habe, egal welchen Köder ich dran gemacht habe, ich habe mit jedem Köder einzigartigen gefangen. Trophys auch, einzigartige. Ich hatte halt immer so von 18 bis 21 Uhr geübt. Und dann halt, hatte ich immer meine 8, 9 Trophys und den einzigartigen voll. Kommt der nächste aus dem Wasser gehüpft. Ich glaube, der ist sogar ein Trophy. Jo, das sieht gut aus, aber auch leider ein kleiner. Das kannst du halt nicht beeinflussen, ne? Dann fängst du halt die Trophys, aber dann sind es halt die kleinen. Na ja, gut, jetzt bin ich immer noch. Ich glaube, ich bin gerade auf Platz 17 oder so. The Frog is real. Ja. Kannst du mal Rainbow Six Siege spielen? Nee. Also ich hab das war's, aber boah, ich hab's auch schon ewig nicht mehr gespielt. Da gibt's wahrscheinlich schon wieder neue Operation oder was? Mache ich vielleicht beim 24-Stunden-Stream oder so. Mal gucken. Da habe ich ja Zeit genug. Da werde ich mit Sicherheit ein paar Spiele durchhauen. Also, da können wir das vielleicht mal machen. Das ist ein Kalech mit der Bugwelle. Das sehen wir auch schon. Was ist der beste Barschköder? Boah. Da hat, glaube ich, jeder seine Vorlieben. Ich schaue auf den Heinz Rüdiger. Andere sagen, Barschstück ist das Beste. Ne? Andere sagen, weiß ich nicht was. Play Announce mit mir. Ich spiele nur mit Profis, Miguel. Sorry. Du musst dich erst beweisen. Auf das gefakte Anheben fallen lassen, haben wir jetzt gute Bisse bekommen, ne? Zumindest hingen sie alle. Aber die haben alle. Ja, das Ding ist halt, hätte ich halt jetzt hier zwei, 3 Kilo Fische gefangen, da statt die zwei Dreier, hätte ich halt auch 700 Gramm mehr und wäre mit 20,5 13 da, ne? Die haben vielleicht nicht mal mehr Trophys gefangen unbedingt. Aber einfach die besseren. Das ist halt das Ärgerliche. Da müssen wir noch ein bisschen nachlegen. Geht super, kaum Fehlbisse. Ja, das stimmt. Aber wir brauchen erstmal überhaupt einen Biss, der dann auch hängen bleibt. Da machen wir wieder ein normales Double-Go. Immer ein bisschen Abwechslung hier reinbringen. Ich will halt die Fische nicht denken. Ach, guck mal, schon wieder derselbe Köder. Heinz Rüdiger ist wieder da. Wir begrüßen ihn schon mit Handschlag. Alles mal ausprobieren hier. Wahrscheinlich läuft es halt darauf hinaus, dass uns der Uni nur retten kann. Da müssen wir halt Glück haben und den in der letzten Stunde fangen. Sonst sieht es schlecht aus. Ich halte mich immer so irgendwo da Richtung 20, 30. Aber so richtig rein in die Top 20 komme ich leider nicht die ganze Zeit. Muss man die Hexe anmachen, ja. Wahrscheinlich schon. Aber die ich beim letzten Mal auch erst in den letzten 10 Minuten angemacht. Deshalb, ich lasse die alle schön in Sicherheit, ne? Sollen sie erstmal glauben. Die können wir reißen. Und dann kommt der Pantoffel. Und dann kommt der Pantoffel. Zieht zwei Unis raus. Ne? Die alle ein. Ich mach zwei. Wieso nur einen? Nehmen alle. Genau. Nehmen alle Unis. Genau das mache ich. So, machen wir nochmal anheben fallen lassen. Auch nochmal richtig durch hier. Ne?
alles hier einmal durch. Ah, direkt den Hänger. Perfekt. So geht es auch. Komm schon, ey. Noch ein Trophy jetzt hier. Und dann noch fünf andere. Wie viele Trophys habe ich denn eigentlich schon? Drei? Ich glaube drei, ne? Ist auch nicht so die Mega-Ausbeute. Hast du den weißen Spinnerbait mit dreier Haken dabei? Ich glaube, den habe ich sogar dabei. Aber ich schwöre auf Heinz Rüdiger. Ich werde das mit Heinz Rüdiger durchziehen. Entweder das klappt oder nicht. Ich kann natürlich alles ausprobieren. Aber ich glaube, es ändert vom Erfolg her nichts. Entweder hast du halt den Faktor oder du hast ihn nicht am Laufen. Und bei uns läuft es gerade nicht so gut. Deshalb, ich ziehe das jetzt durch. Bevor ich mit dem Test mehr kaputt mache, als dass ich einfach versuche, die Fische zu fangen. Ich sag mal, wenn eine Uni da ist, dann wird er auch hier auf den Heinz Rüdiger beißen, ne? Von daher, scheiß was drauf! Schon wieder ein Turnier mit kaputter Schnur? Ist doch egal. Ich glaube, es macht keinen Unterschied. Ich habe die Schnur tatsächlich heute schon gewechselt. Aber halt heute Morgen. Und da habe ich halt den ganzen Tag geübt. Jetzt ist er halb runter. Dafür extra zu wechseln. Lohnt ja auch nicht. Oh, guck mal, wir haben noch 100 Gramm mehr. Wahnsinn. Aber die Neuerung mit dem Dings hier finde ich echt gut, ey. Mit dem sortierten Setzkescher. Da haben sie eine gute Idee gehabt. Da kann man sich nicht mehr verklicken. Weil ist auch die Zeit von 18, nee, gar nicht mal, von 19 bis 21 Uhr. Also halbe Ingame-Stunde haben wir noch vor uns. Dann können wir auf den Uni hoffen. Deswegen fängst du auch nichts, weil die Schnur kaputt ist. Wenn es daran liegen würde, hätte ich die schon lange ausgewechselt. Oh, guck mal, hier ist ein Dicker. Das ist ein Trophy. Das ist ein Trophy. Dachte schon hier, direkt vor den Füßen wieder. Steigt der Dicker ein. Jawollo, das ist so ein Dreier, oder? Da haben wir den Dreier. Freilassen, behalten und schon sind wir in den Top 10. Guck an, so schnell kann es gehen, wenn man mal einen guten Trophy fängt. Aber ich habe ja gesagt, am Ende wird halt alles durchgemischt. Da hast du gar keinen Einfluss drauf. Und musst halt beten, dass du die Fische fängst. Jetzt sind wir mal wieder gerade 9, aber gleich sind wir auch wieder aus den 20 raus. Das geht jetzt halt hier die ganze Zeit bis zum Ende so hin und her. Das wird jetzt ja ein Wechselbad der Gefühle, Freunde. Das kann ich euch schon mal sagen. Also, nicht zu früh freuen. Aber so ein 3 Kilo Fisch mal zur Abwechslung ist auch mal ganz gut. Max, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Du schaltest genau richtig ein. Du hast nicht das Elend mitbekommen, bevor wir in den Top 10 waren, wo wir gleich wieder rausrutschen. Genau zum richtigen Zeitpunkt eingeschaltet. So gehört sich das. Aber wichtig ist halt schon, dass wir Uni fangen, glaube ich. Der gibt halt auf einen guten Uni, ne? Ich bin ja nicht so ein 3,8 Kilo Uni. Ja, würde ich halt auch nehmen, ne? Aber ich meine, man könnte ja auch 4,8 Uni Kilo fangen. Und dann hast du mal direkt gute Karten. So, komm mal, hier machen wir einen Lift und Drop hier wieder. Andere Führungsmethode, alles einmal durch. Elfter. Glock, vielen Dank für dein Follow, herzlich willkommen. Was war los? Nix. Hab nichts gefangen. Wie immer, kennt man ja bei mir. Aber abgerechnet wird zum Schluss. Und da müssen wir uns jetzt ranhalten. Jetzt geht's in die entscheidende Phase. Ich hoffe, ich fange noch so 2-3 Trophys vielleicht. Und dann hoffentlich auch den einzigartigen. Da heißt es jetzt nur noch Daumen drücken und beten.
Das machen wir nochmal. Das Langsamer-Ding, ne? Immer ein bisschen immer variieren, Freunde. So, komm hier. Wir können auch direkt hier mit Anschlagen wieder machen. Jetzt bin ich noch ein 13. Perfekt. Läuft wieder gut. Gleich sind wir raus. Brauchen wir halt den nächsten, dann sind wir wieder drin, ne? Geht halt ratzfatz. Mal ein bisschen raus, mal ein bisschen drin. Ah, ich glaube, da war sogar einer, oder? Oder hab ich halt nur gesehen. Der Frosch hat einen coolen Namen. Ja, Heinz Rüdiger halt. Heinz Rüdiger, der bringt es. Der ist unser Held. Der wird mich hoffentlich schön ins Finale bringen. Aber es wird eng, wenn ich nicht noch hier mal was rausziehe. Boah, jetzt noch so ein Trophy hinterher. Das wäre gut. Da können wir unsere Platzierung hier sichern. Nochmal so ein Dreier am besten. Da müssten wir auch so fast bei. Boah, müssten wir schon so Top 3 fast liegen, oder? Was habe ich denn noch für welchen Cacher? 1-4er? Dann wären wir. Hatten wir 1-6 mehr, wären wir bei 23-2. Ah, wären wir Top 5, glaube ich. Müssten wir aber auch einen fangen. Raus rein, ja. Das kennt ihr wie heim. Das kennt ihr wie heim. Raus und rein. So soll es sein. Das ist nur ein Overlay? Nee. Das ist meiner Köder. DLC. Das ist Heinz Rüdiger DLC. Soll ich vielleicht mal vorschlagen. Ich schreibe Killerbell nachher mal an. Ich sag, die Leute, die wollen das Heinz Rüdiger DLC haben. Mach da mal was. Kriegt er mit dem Codewort Pantoffel umsonst. Heinz Rüdiger auf den 6-0er Haken. Der arme Heinz Rüdiger. Oh, da ist einer nachgelaufen hier. Ach, aber eh ein Ding ist echt. Diego, auch dir einen wunderschönen guten Abend und vielen Dank für dein Follow, genauso wie Basti. Vielen, vielen Dank. Was, wenn du Angel tief hältst, damit die Nachläufer eine Chance haben? Ja, das war gerade, weil es eh ein Karl echt. Ich versuche das schon immer, möglichst nicht direkt aus dem Wasser zu ziehen. Oh, guck mal, da platscht sogar einer und der hängt. Aber auch das ist ein Karlhecht. Auch das ist ein Karlhecht. Der bringt uns leider gar nichts. Jetzt sind wir noch auf Platz 16. Wir rutschen langsam wieder raus. Wird Zeit für den nächsten guten Fisch. Ich könnte mich sogar ein Stück weiter nach hinten stellen, um den Nachläufern noch eine bessere Chance zu geben. Weil der Steg ist ja weit genug, kann er auch von hinten werfen. Dann hauen wir nicht so ganz direkt aus dem Wasser raus hier vorne. Da hätten wir sogar noch 2 Meter mehr Platz. Aber wichtig ist halt, dass wir ein Trophy fangen. Komm, Heinzi, lass mich nicht im Stich jetzt hier. Das Gute ist, dass ich von Florida morgen auch keine Ahnung habe. Heißt, sollten wir es uns irgendwie weiter mogeln können, wird das morgen noch viel lustiger. Deine Fische so glitsche, ja. Ich habe mich auf die drauf gesetzt, in der Hoffnung, auf denen ins Finale zu reiten. Und jetzt rutsche ich da irgendwie nach unten. Ah, guck mal, da ist nochmal einer. Ist das ein dicker? Nee, ne? Ist nur normaler leider. Schade. Vielleicht nochmal 1,6er, 1,5er immerhin. Okay, zack. 21,7. Bringt mir aber auch nichts. Immer noch 17. wahrscheinlich. So vom Gewicht her würde ich schätzen. 14 Minuten haben wir noch. Jetzt ist Uni-Beiß-Zeit. Freunde, jetzt ist Uni-Beiß-Zeit. Jetzt heißt es alles oder nix. Eine Ingame-Stunde. Nochmal beten. Nochmal konzentriert sein. Nochmal fokussieren. Und hoffen, dass wir den Uni fangen. Und die anderen nicht. Ich glaube, man braucht die Uni nicht unbedingt.
Weil ich nicht glaube, dass 20 Leute in einer engen Stunde den Uni fangen werden. Jetzt hab ich's gecallt, jetzt werden sie wahrscheinlich alle einfangen, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Da knallt einer drauf. Und das ist normaler, glaube ich. Ne, ist ein Trophy. Guck an, dann lassen wir den frei, haben wir dann ein paar Gramm mehr und sind wir dann in den Top 10 drin. Könnte also nochmal spannend werden bis zum Ende. Jetzt ein Uni und wir sind an 1. Jetzt Uni und wir sind an 1, Freunde. Die Hex einschalten, jawohl. Hannes, einen wunderschönen guten Abend. 50 Uni willst du sehen? Okay, behind. Für dich hole ich auch die 50 Unis. Der Uni wäre echt wichtig, dass wir unsere Position sichern können. Wir sind halt immer so richtig gefährdet, weil wir immer so weit rutschen. Der Uni wäre so wichtig. Gerade weil meine Trophys leider so klein sind. Ich habe von der Anzahl bin ich jetzt mit den Trophys eigentlich echt zufrieden. Ich glaube, wir haben schon durchaus genug erwischt. Aber die waren halt alle so 2-2, 2-3, 2-3 haben wir, glaube ich, ne? Irgendwie sowas. Und da ist halt kein Einfluss drauf. Da muss er einfach beten. Das war halt auch das, was dem Tim letztendlich gestern zum Verhängnis geworden ist. In der Quali. Da kannst du leider nichts dran ändern. Aber wir haben noch die Chance auf den Einzigartigen. Der muss es jetzt richten. Na, jetzt geht es hier wirklich ab, wie wir hier rutschen. Wie wir hier rutschen. Hat er eigentlich sogar schon gefangen? 3,5? Oh ne, das war verhauen. Ist 3,5 noch ein Trophy? Ich weiß es gar nicht. Könnte schon tatsächlich Uni sein, aber das war dann der kleinste von den Kleinen. Quasi nicht so viel von Fokus. Ja. Ich bin total fokussiert. Läuft gut, oder? Ja. Jetzt geht es so halbwegs. Oh, der geht in Bremse. Ist ein K-Licht. Ist ein K-Licht. Bringt uns nichts. Ich muss los meine Frau von der Arbeit holen und dann mach es gut, Stefan. Hol deine Frau gut ab. Und schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Wenn er verbacken ist, übrigens Platz 20 drin wäre, ja. Das würde ich mir auch wünschen, ehrlich gesagt. Aber es ist einfach jetzt so eng da oben, ne? Aber ich sehe noch wenig Unis bis jetzt. Um genau zu sein, aktuell in der Liste gar keinen. Der 3,5 ist auch schon wieder rausgerutscht. Oder auf jeden Fall 4., 5., irgendwie soweit. Was bist du? Bist du ein Trophy? Oha, haben wir eine Uni? Ist auf jeden Fall ein Trophy, das können wir festhalten. Ist das ein Uni? Ist das ein Uni, Freunde? Ich glaube nicht. Warte, ich guck gleich, wer gefollowt hat. Was haben wir? Ne, aber ein 3 Kilo Trophy. Okay. Wo bin ich denn jetzt? 11. oder was? 11. wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich ist der Pantoffel 11. Mandy Mestre, vielen Dank auch für dein Follow und herzlich willkommen im Stream. Da ist der Pantoffel, 12. Und da kommt direkt der nächste. Geht auch in eine Bremse. Noch ein Trophy? Oder was haben wir da? Oder was hat der Pantoffel da? Ich glaube, das ist der Einzigartige. Der geht's. Ich glaube, das ist er. Ich glaube, das ist er. Freunde, der ist ja dauernd in der Bremse. Ich glaube, wir haben ihn. Ich glaube, das ist er. Ja. Uni, komm schon im Chat. Wels. Wels ist auch gut. Ich glaube, das ist der Uni. Das dürfte der Uni sein. Und dann müssen wir noch beten, dass wir durchhalten. Das sieht gut aus. Das sieht aus wie ein richtig dicker Fisch. 100% Uni, da ist der Uni. Ja, da ist er. Da ist er, Freunde. Da ziehen wir ihn raus. Und was sagt das Gewicht? Das ist ein Dicker. 4,9, Alter. 4,9 fucking Kilo.
Und der Pantoffel ist fucking Dritter. Oha. Alter. 4,9. Was ein Trümmer. Ich sag ja, ne? Cool bleiben bis zum Ende, Freunde. Da wird der Fisch dick. Jetzt beten, dass das einfach reicht. Mehr kann ich, glaube ich, nicht machen. 4,9 ist auf jeden Fall ein richtig guter Uni. Ich glaube, maximal ist 5. Vielleicht ein Ticken drüber. Ich weiß gar nicht, was der dickste ist. Language, ja, sorry. Die Hex. Ja, die Hex sind real. Na gut, jetzt muss ich beten, ne? Jetzt muss ich wirklich beten, dass das irgendwie reicht. Wir haben erstmal ein paar Kilo Vorsprung auf jeden Fall. Das definitiv. Und der Uni hat richtig reingehauen. Jetzt vielleicht noch in den 8 Minuten noch ein Trophy oder so. Keine Ahnung, ob's reicht. Beten. 8 Minuten beten jetzt. 8 Minuten beten. Das war nur wegen Heinz Rüdiger? Ja, klar. Ich hab gesagt, Heinz Rüdiger, der wird es bringen. Ne? Und dann musst du dem Heinz Rüdiger mal vertrauen. Wenn Heinz Rüdiger sagt, Pantoffel, ich mache es für dich, dann musst du dem einfach mal deine vollkommene Aufmerksamkeit widmen. Und den machen lassen. Einer geht noch. Ah, eine Uni. Noch eine Uni, komm. Noch 49 Stück, mach ich behind. Für dich 50. Für dich 50. Das war auf jeden Fall wichtig, dass wir so einen dicken Uni fangen. Damit könnte ich halt rein theoretisch einen Trophy weniger fangen als die anderen, ne? Wenn die jetzt halt so einen kleinen Uni fangen, mit hier 3,9 zum Beispiel, wie die Nadine, ne? Hallo Nadine, du bist auch schon wieder in den Top 10, sehe ich. Haben auf jeden Fall ein Kilo mehr. Und das heißt, ein Trophy weniger, den wir fangen müssen. Da bin ich mal gespannt. Werden jetzt auf jeden Fall harte 7 Minuten wieder. Jetzt Sony Karl, echt? Alles klar. Wer oder was ist Heinz Rüdiger? Heinz Rüdiger ist mein Köder, siehst du doch da oben. Steht doch da. Der Frosch ist Heinz Rüdiger. Der heißt so. Willkommen zurück, Max. Kommst genau richtig zum Grande Finale, Endspurt. 7 Minuten noch auf der Uhr. Und wir sind gut im Rennen aktuell. Vielleicht noch so den ein oder anderen Trophy. Das war auch wieder ziemlich glücklich, ne? Wir haben erst den Trophy gefangen. Mit 2,9 oder so hat er gehabt. Und dann den Uni mit 4,9 hinterher. In 2 Würfen. Das war schon wieder. War ja schon fast North Carolina-Style, wo wir auch die 2 Trophys noch am Ende geholt haben. Jetzt ist der Köderfrosch, genau. Weißt du, wann die Trophys in New York beißen? Boah, ne. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Musste mal in die Zeitliste reingucken. Aber im Kopf habe ich die auch nicht. Ich glaube, Hecht beißt ab 13, 14 Uhr. Zumindest, ich glaube, das war die Uni-Zeit, ne? Oder 15 Uhr. Irgendwie sowas. Danach noch Call of the Wild. Ich überlege ehrlich gesagt, wenn ich tatsächlich weiterkommen sollte, ob ich danach nicht erstmal nach Florida gehe und da üb. Vielleicht habt ihr da Ahnung, weil ich habe da gar keinen Plan. Die haben angeblich, also in den Patchnotes, in den letzten Patchnotes stand, dass sie da den Uni hinzugefügt haben, was ich mir nicht vorstellen kann, weil ich glaube, es gab den, das ist ein Trophy. Weil es den halt vorher schon gab. Das ist noch ein Trophy, jawohl. Wir werden Erster, Jungs. 2,9. Zack. Immer noch Dritter? Frechheit. Aber das war nochmal, ach guck mal, jetzt haben wir nochmal gut Kilo gemacht. Ich überlege ehrlich, ob ich nach Florida gehen soll. Denn jetzt haben wir gerade ein paar Leute im Chat, die vielleicht Ahnung haben und wissen, wie da was geht oder Bock haben, mit auszuprobieren. Also falls ich ins Finale kommen sollte, falls jetzt die letzten 5 Minuten hier gut über die Bühne gehen, was aktuell relativ gut aussieht, mit alleine schon 3 Kilo Vorsprung bis zum 10. Aber nicht zu früh freuen. Würde ich das ganz gerne so machen, dass wir danach einfach nach Florida gehen und da gucken, ob wir da vielleicht zusammen die Lösung des Problems finden, um morgen vielleicht eine gute Platzierung zu holen. Nicht neu. Die Größe ist angepasst. Ach so. Ist ja noch größer als oder was? Weil da halt stand, also in der Patch-Note stand definitiv, dass es neu ist. Deshalb, ich habe mich auch gewundert, weil es den halt immer schon gab, ne? Oh, da ist nochmal einer. Von alleine gehakt zum Glück. Ich war gerade im Chat. Sehe nur, da ist einer dran. Noch ein Trophy oder was? Wenn ich jetzt noch ein Trophy fange, werde ich Erster.
call ich jetzt einfach mal. Ist ein Trophy, oder? Müsste einer sein. Müsste der nächste Trophy sein. Nochmal ein 3-Kilo-Fisch. Nochmal ein 3-Kilo-Fisch. Und damit ist der Pantoffel auf Platz 1. Leute, Pantoffel auf Platz 1. Das würde ich morgen gerne so sehen. Uni Nummer 2. Nee. Ossi auch, die haben einen schönen guten Abend. Du kannst den Uni in Florida jetzt an jedem Spot fangen. Ernsthaft? Boah, dann müssen wir den aber jetzt gleich auch in jedem Spot einmal fangen, ne? Damit ich weiß, wo die da stehen. Sogar an dem Dingspot, wo die, wie heißen sie denn? Wo die Snooks und so stehen? Die Tapune? Adlife, Glückwunsch, ja, danke. Jetzt hat der Höchst auch voller Leistung, ja, jetzt habe ich so richtig an. Und wie haben wir am Ende hier gehangen, ne? Ihr habt schon gesagt, oh, heute bist du aber nicht so gut drauf. Schon richtig depressiv, weil ich nichts gefangen habe. Und jetzt, 3 Minuten vor Ende, stehen wir an 1. Ich würde es fast callen, dass wir weiter sind. Ob wir gewinnen, weiß ich nicht, aber ich denke, Jaro könnte es auf jeden Fall gefährlich werden. Auch jeder, der noch hinter uns ist. In den nächsten Plätzen kann es natürlich gefährlich werden. Aber ich glaube, zum Weiterkommen sollte es tatsächlich fast reichen. Sage ich mal vorsichtig. Was habe ich gesagt? Du rockst den Laden. Jawohl, Joker. Sieht ganz so aus. Das ist endlich mal die Fange-Sex ausgemacht, ja. Kamesin, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Das ist der nördliche, der südliche und der neue mit den Snook. Nur in der Mitte nicht. Oha. Ich habe, glaube ich, an den Snook-Spot habe ich noch nie einen Large Mouth Bass gefangen. Also müssen wir auf jeden Fall gleich erstmal alles abchecken, Jungs. Das müssen wir gleich erstmal abchecken. 2 Minuten noch. Bis der Pantoffel hier das Ding nach Hause fährt. Heiliger als Rüdiger, ja. Nur meckern, dann läuft's. Ja, ist wirklich so. Warten wir nochmal 24-Stunden-Stream. Am 28. Vom 28. auf den 29.04. habe ich den so geplant. Der Pantoffel, 29,5 Kilo. Und jetzt ist er geschlagen von 29,6 Kilo von Snake. Na gut, aber ist mir auch egal, ob wir jetzt Erster oder Zweiter sind. Erster wäre jetzt natürlich noch Sahnehäubchen gewesen, aber ich sag mal, Hauptsache weiter. Morgen wird dann entschieden. Da ist noch ein Nachläufer. Hängt. Bist du ein Trophy? Dann bin ich vielleicht doch noch Erster. Oder bist du ein Karlecht? Du bist ein Karlecht, ne? Ja, du bist ein Karlecht, okay. Du bist ein Karlich, das heißt, dich wollen wir nicht. Sogar ein Trophy, glaube ich. Jo, geil. Aber guck mal, ich habe echt, bis auf einen habe ich, glaube ich, alles sogar Trophy, Forellenbarsche. Da habe ich doch noch echt gut gefangen. Ah, guck mal, jetzt ist noch durchgereicht hier. 31,4. Boah. Da reicht mir nicht mal mein Trophy. Hat der 2 Unis gefangen? Oder hat, naja, wahrscheinlich hat er einfach gute Trophys gehabt. Nicht so weit wie ich hier, da ist schon wieder einer nachgelaufen. Aber hängt leider nicht. Die haben wahrscheinlich dann mehr von den dicken Trophies. Deshalb kamen sie dahin. Aber ich denke, es sollte reichen. Da ist nochmal einer, der wegläuft. 40 Sekunden noch. Uni, was? Bis auf Zweiter. Einer ist Uni. Was? Ich lasse die dann einfach weglaufen. Komm. Oder sollen wir noch. Ach, ich werfe nicht mehr. Ich nehme erstmal einen Schluck. Und genieß die letzten 20 Sekunden hier. Rausrutschen werde ich jetzt nicht mehr. Ob ich jetzt Vierter oder Fünfter bin, ist mir auch egal. Ah, erstmal ein Schluck aus der Flasche nach dem aufregenden Halbfinale. So schlecht gestartet und dann doch noch so gut geendet. Und damit sind wir Freunde. Wir sind zum dritten Mal. Zum dritten Mal in Folge im Finale eines Turniers.